Sorry. Beraten aber schneller heute, oder? Yes. War ja top. Cool. Hier, Molle. Cool. Hier, moin, Molle. Hier. Hier. Cool. Moin. Lodi, ja. Wie weit war ihr vorbei? Official warm-up and 10 minutes. Official warm-up and 10 minutes. Ja. Ja. Hier, Mulle, hier. Links, ja, hier. 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 Hier, Mulle. Hier, Mulle. Ja. 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 Voll, voll. Vorsicht, da liegt ein Ball. Ich weiß, weiß. Schnell, 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 schnell. Voll. Voll. Moin, Molle. Voll. Voll. Voll, geh mal vor mir, bitte. Voll, ja. Warte, ich nicht. Ich weiß, ich muss meinen Ball mitnehmen. Bitte? Ich muss meinen Ball noch mitnehmen. Raus. Boy! Kai! Gehen wir die Wand hoch? Ja, ne? Feuer!
Official timeout and 5 minutes. Official timeout and 5 minutes. So it's a warm-up ended in 5 minutes. Official warm-up ends in 3 minutes. So until the warm-up ended in 3 minutes. Meine Damen und Herren, liebe Berliner Fußballfreunde, herzlich willkommen hier am Anhalter Bahnhof zur Münchner Fußball-Europameisterschaft 2017. Man sieht nicht nur, man hört vor allen Dingen auch, das Rund ist wieder voll hier heute, denn heute gilt es für unser deutsches Team gegen die scheinbar schier unschlagbaren Engländer. Heute muss ein Punkt her und eines ist sicher, die Mannschaft hat es vorher schon gesagt, das klappt nur mit dem sechsten Mann und das seid ihr, das Berliner Publikum! In wenigen Minuten geht es hier also los, wir werden beide Mannschaften natürlich gebührend begrüßen und an dieser Stelle für Sie das erste Mal schon der Hinweis. Liebe Freunde, es ist angerichtet. Wir melden uns zurück hier vom Lilli-Henoch-Platz im Zentrum Berlins zu dem so wichtigen Spiel für die deutsche Blindenfußball-Nationalmannschaft bei der ersten und überhaupt dem einzigen internationalen Turnier, was jemals in Deutschland in dieser Sportart stattfand. Letztes Gruppenspiel aus Gruppe A, England gegen Deutschland und hier
geht es um alles fürs deutsche Team. Mit einem Sieg oder einem Unentschieden wären sie im Halbfinale. Und das zu erreichen ist ungleich schwerer, als es je war. Denn die Engländer, die haben hier furios losgelegt in den ersten drei Gruppenspielen. Haben die Franzosen vernascht. Und noch ein, zwei Siege weiter eingefahren. Die sind hier richtig heiß sowieso gegen die deutsche Mannschaft auch und haben ihre Top 11 auch gleich mal aufs Feld gesetzt von Beginn an. Dazu kommen wir gleich noch. Und ja, mein Name ist Florian Eib am Mikrofon und für euch mit dabei ist auch Maurizio Bagoglio. Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im strahlenden Sonnenschein in Berlin am Anhalter Bahnhof. Die Tribünen füllen sich. Tolle Kulisse steht hier an bei dem entscheidenden Spiel. Und dass es noch entscheidend ist, das liegt an den Franzosen, die hier die Italiener mit 7:0 nach Hause geschickt haben. Da hat man zwischenzeitlich kurz Angst gehabt, hätten sie 10:0 gewonnen. Beziehungsweise, wenn ich die Regeln richtig im Kopf hätte, mit den neu erzielten Toren hätte sogar schon ein 9:0 gereicht. Dann hätten die Deutschen hier gewinnen müssen. So sind sie in Anführungsstrichen in der komfortablen Lage, dass sie nur ein Unentschieden brauchen. Aber Florian hat es gerade beschrieben, das ist eine Herkulesaufgabe gegen die Engländer. Die haben sich hier ganz klar als Turnierfavorit herauskristallisiert. Ihr seht das auch, wenn ihr jetzt hier auf diese Tabelle guckt, die uns gerade eingeblendet wird. Drei Spiele haben die Engländer gespielt. Drei Siege, 19 erzielte Tore, keinen einzigen Gegentreffer kassiert. Das spricht für sich, hingegen die Deutschen eben bei den 6 Punkten stehen und aufgrund der besseren Torverhältnisse mit 1 Punkt auf 7 springen würden. +4 bei dem +1 der Franzosen. Den letzten Slot, den letzten Platz da für das Halbfinale buchen könnten. Und das wäre eigentlich, und das war ja eigentlich auch das Minimalziel. Es war möglich. Man hat es selber aus der Hand gegeben, wo man es jetzt theoretisch noch in der Hand hat, aber man hat eine bessere Position aus der Hand gegeben mit dem Spiel gegen die Franzosen, wo es 2 Minuten Blackout gab. Ich habe gerade nochmal mit Rolf Husmann gesprochen und ihn auf das Spiel angesprochen. Er sagt, ja, unsere Chancen sind unter 50%. Die Null muss stehen und wir brauchen einen Sahnetag, einen absoluten Sahnetag, dass wir hier weiterkommen. Und wenn, dann haben wir selber, Schuld. Wir hatten es in der Hand mit katastrophalen 2 Minuten gegen die Franzosen. Ich erinnere nochmal, es gab den Double-Penalty, der wurde vergeben. Im Gegenzug Double-Penalty kassiert. Dann wieder Double-Penalty zum Ausgleich. 7-8 Sekunden vor Ende der ersten Halbzeit vergeben und den Konter kassiert zum 0-2. In der zweiten Halbzeit hat man dann endlich guten Fußball gespielt, hatte Pech, kam auf 2-1 ran, aber der Anschlusstreffer von Tammy Kuttig, der kam einfach zu spät und jetzt ist man hier unter Druck gegen die Three Lions. Stadion, wie angesprochen, gut gefüllt, nicht ganz ausverkauft. 1200 Karten war der letzte Stand, der im Vorverkauf weggegangen ist. Der ein oder andere vielleicht noch spontan. Vielleicht knacken wir die 1500, ist nicht ganz ausverkauft wie gegen Italien. Aber eine klasse Stimmung. Moderator heizt hier die Plätze und die Stimmung, die Zuschauer nochmal an, die jetzt hier eine Laola machen. Und ja klar, die Unterstützung brauchen wir auch. Ich bin aber gespannt, ob diese Zuschauer eher unterstützen oder vielleicht sogar auch ein bisschen lähmend sind für diese junge Mannschaft. Tammy Kuttig im Vorbeigehen, eben beim Aufwärmen. Das ist das wichtigste Spiel unseres Lebens. Hat er gesagt. Hat er gesagt. Wahnsinn. Und ja, also ähnliche Bedenken hatte ich auch. Hinten werden wir, das können wir schon mal verraten, mit Rasmus Najes spielen. Vorne Jonathan Tönseng. Also die zwei Jüngsten, die überhaupt in der deutschen Mannschaft mit dabei sind, sind hier von Beginn an auf dem Kunstrasen. Und das ist nicht ganz unriskant vom Trainer Ulrich Pfisterer. Auf der anderen Seite zeigt es zumindest, dass man diesen Jungs Vertrauen schenken kann und dass die Zukunft im deutschen Blindenfußball einiges auch weiter versprechen wird. Ganz egal, wie das hier ausgeht. Denn wir müssen nochmal sagen, die Engländer sind eine Truppe, die sich wieder zusammengerauft haben, nachdem sie ja bei der letzten EM im eigenen Lande nicht überzeugen konnten, nicht ins Finale kamen und zumindest nicht zufrieden waren. Überzeugen konnten sie. Du schüttelst den Kopf, aber vom Platz her waren sie überhaupt nicht zufrieden am Ende. Und das wollen sie diesmal eindeutig besser machen. Und dafür haben sie ihre Besten nochmal zusammengekramt. Absolut. Und ich habe genau die Hoffnung, dass sie aus ihrem Fehler von Herford lernen. Während die Mannschaften einlaufen, noch kurz dieser Satz. Da haben sie im letzten Gruppenspiel, obwohl sie schon qualifiziert waren, überpaced und waren dann platt im Halbfinale. Ich hoffe aus deutscher Perspektive, dass sie das nicht nochmal machen wollen. Einen Gang zurückschalten und dass genau diese Unachtsamkeit, dieser Schritt weniger die Deutschen ausnutzen können. Denn die müssen, die Mannschaften kommen aufs Spielfeld, von den Schiedsrichtern aufs Feld geleitet. Und das sind Balint, Attila, beziehungsweise Attila Balint
und Michael Pieck, die diese Partie leiten als dritter Referee, der also an den Bänken ist. Alex Chrampis aus Griechenland mit dabei, vierter Referee Bülent Kimyom und der Zeitnehmer Tamas Yeshmo. Ansagen, wenn er die über unser Atmo hört, kommt von der Nachrückerin, von der deutschen Referee Julia Kalbau. So ist es, die Mannschaften aufgereiht. Vor uns jetzt Deutschland in rot-schwarz gestreiften Trikots, das sogenannte Auswärtstrikot, und die Engländer in weiß. Wir werden zuerst die deutsche Nationalhymne hören. Und liebe Zuschauer, was unweit von hier im Olympiastadion machbar ist, das ist für uns, für die Fans des blinden Fußballs, natürlich ein Klacks. Ich möchte Sie bitten, sich von den Plätzen zu erheben für die Nationalhymne. Und lassen Sie uns alle gemeinsam zunächst die deutsche Nationalhymne singen. Und gleich folgend dann die englische Nationalhymne. Absolut textsicher die Three Lions und auch begleitet hier von 20, 30 Fans. Wir hatten das in den vergangenen Spielen schon gesehen. Familienmitglieder hier mitgekommen, auch mit Fahnen, die sie hier an die Banden gehangen haben. Also tolle Atmosphäre, es ist angerichtet, Florian, du hast es gesagt. Und es kribbelt und wir kommen zu den Mannschaftsausstellungen. Bei den Engländern wird im Kasten sein Dylan Malpass mit der 1, der tarmäßige zweite Keeper. Karen Seale mit der Nummer 4, mit der Nummer 6 Robin Williams, mit der 7 Brandon Coleman und mit der 9 der super Wiesel-Flinke Roy Thurman auf der Ersatzbank, der etatmäßige Kapitän Dan English, Ersatzkeeper Dan James, mit der 8 Darren Harris und mit der 10 Nathan Edge, Coach der Three Lions, Jonathan Puck, Guide Adam Bendel. Wir kommen zur Mannschaftsaufstellung der deutschen Blindenfußballnationalmannschaft. Ein paar kleine Insider-Infos gab es schon. Den Kasten hüten wird, na klar, Sebastian Themel, seine Aufgabe wird es sein, die Null zu halten. Aber das ist eine Gemeinschaftsaufgabe. Mit dabei Jonathan Tönsing als einziger Stoßstürmer. Mit der Nummer 5 Rasmus Najes, der junge Verteidiger, großgewachsen vom FC St. Pauli. Mit der Nummer 7 der Kämpfer Tammy Kuttig. Und als erfahrener Kapitän mit der 10 dabei, Alexander Fangmann. Die Auswechselspieler als Reservekeeper mit dabei mit der 12, Sebastian Schleich, Lukas Smirek mit der 6, Mulgeta Russum mit der 8, Alican Pekas mit der 9 und Hassan Koperan mit der 11. Soweit die Aufstellung, Schiedsrichter, wie bereits erwähnt, Attila Balint.
und Michael Pieck, insbesondere Michael Pieck, erfahrener, obwohl er noch sehr jung ist, der Referee aus Belgien, hat eine steile Karriere in der Schiedsrichtergilde gemacht, erst vor 3 Jahren angefangen, dann die EM in Herford mitgenommen, da überzeugt, durfte mit nach Rio fahren, also ein sehr, sehr souveräner Schiedsrichter. Attila Balint, würde ich auch noch sagen, hat hier durch seine Leistung bereits überzeugt, international. Noch nicht bei den Paralympics gewesen, aber der hat auf jeden Fall auch die Spiele bisher absolut im Griff gehabt. Also von den Referees auch alles angerichtet, da dürfte nichts schief gehen. Vielleicht nochmal hinterher gesagt, die Engländer allein in der Startformation sind 3 dabei, die bei London 2012 zu den Paralympics mitgespielt haben. Insgesamt im Kader sind es ganze 6. Das bedeutet, wir haben hier eine ganz starke internationale Truppe am Start, die sie auch teilweise wieder reaktiviert haben, um hier eben diesen Europameistertitel zu holen. Da ist dann jemand wie Darren Harris dabei, der schon 44 Jahre alt ist und hier wahrscheinlich das letzte Mal ganz groß in Erscheinung treten wird. Wobei man sagen muss, mit Verlaub, der Junge, der ist noch richtig fit in diesem Alter. Jetzt sind wir aber wieder am Spiel dran und zwar gibt es da die Seitenwahl. Attila Balint, der rumänische Schiedsrichter, hat die schon ausgeführt. Alex Fangmann und Robin Williams, die beiden zusammen, haben die Seitenwahl ausgeführt, unterstützt da durch die Torhüter. Sebastian Themel übrigens in grün und in neongelb der Torhüter. Der Engländer Dylan Malpass, der ja mal im Futsal, wenn ich richtig bin, mit aktiv war. Also auch der ein Topposten. Genau, ist seit letztem Jahr dabei, habe ihn kennengelernt beim internationalen Vier-Länder-Turnier in Regensburg in einer bisschen familiären Atmosphäre, das ist da schön im Blindenfußball, das sind noch nahbare Spieler, auch wenn die Engländer alles Profi sind im Gegensatz zu den Deutschen, man kann sich mit denen zusammensetzen, quatschen und unheimlich viel lernen, sich austauschen. Dylan Malpass hat den Sprung in die englische Futsal-Nationalmannschaft nicht ganz geschafft, war da zweiter, dritter Keeper, unheimlich starke Reflexe, unheimlich stark auf der Linie, was ihm noch fehlt im Vergleich zu Nummer 1, zu Dan James, ist die Kommunikation. Das kann der großgewachsene Keeper mit der Nummer 13, der Engländer, wirklich in Perfektion. Und das könnte ein Vorteil für die Deutschen sein. Auf der Linie nehmen die sich nichts, aber in der Kommunikation. Und das unterschätzt man beim Blindenfußball. Der Torhüter muss nicht nur halten. Und das ist eine Aufgabe, die ist wirklich so schwer. Denn man muss sich gleichzeitig auf den Ball, auf den Gegner, auf den schussbereiten Gegner konzentrieren, auf die Reflexe und gleichzeitig aber auch seine Abwehr dirigieren. Und man darf weder das eine noch das andere vernachlässigen, sonst klingelt's. Und das könnte eine der Schwachstellen heute sein. Wobei wir da wirklich, oder die Engländer, wenn dann überhaupt, auf absolutem hohem Niveau jammern. Dylan Malpass, bei allem Respekt, ein starker Keeper. Den als Schwachstelle zu bezeichnen, zeigt schon, dass wir nach jedem Strohhalm greifen. Wir sind klarer Außenseiter. Wir müssen uns an irgendwas halten hier, um das Ganze noch ein bisschen positiv zu sehen. Es wird nicht so leicht gegen die Engländer, aber wir lassen uns wie immer nicht unterkriegen und wir machen das. Wir machen das. Die Deutschen von der rechten Seite auf die linke Seite und England von links nach rechts, gleich mal vorne mit dem Vierer. Karen Seal, 35 Jahre alt, war selbst lange Kapitän dieser Mannschaft, hat das Amt jetzt abgegeben an Robin Williams und Dan English. Und davon ist auch Robin Williams auf dem Feld. Und den werden wir noch zuhauf nennen, denn der schaltet sich immer wieder vorne ein. Solo-Läufe en masse schon gezeigt, genau wie sein Gegenüber Roy Turnham. Und jetzt müssen wir ein bisschen runterfahren hier mit der Lautstärke, denn jetzt gibt es den Anstoß für die Deutschen. Temi Kuttig und Jonathan Tönsing am Ball. Hinter ihnen Alex Fangmann, Kuttig führt den Ball erstmal nicht weit. Dann der Rechtspass auf Tönsing, vielleicht gleich mal eine Variante an der Bande. Ist er schon hinter der Broken Line. Roy Turnham ist aber auch gleich da an der Seite und holt sich dann den Ball. Dann Tönsing, der klemmt ihn gleich mal ein bisschen ein. Beide purzeln da übereinander, noch nicht gepfiffen vom belgischen Schiedsrichter. Tönsing hatte den Ball, jetzt geht Richtung Grundlinie. Dreht dann nochmal wieder nach außen ab. Und jetzt hat er ihn erstmal fest. Kann eigentlich passen, das macht er gut. Da auf Fangmann, der ist noch hinter der Broken Line. Fangmann mit einem Querpass durch den Strafraum. Aber da war keiner. Der Ball rollt an der Grundlinie jetzt aus. Erster Abwurf für den englischen Torhüter. Malpass ist das. Auf die rechte Seite. Das hat er vorhin schon geübt. Stark diese Abwürfe. Da haben sie auch versucht, drauf einzustellen. Aber es ist gefährlich. Robin Williams kommt schon wieder rechts in den Strafraum durch. Und dann sind sie aber doch
wieder hinter dem Ball, die Deutschen. Tammy Kuttig hatte da versucht, den Abwurf gleich mal abzufangen, aber das gelang ihm nicht. Da haben sie sich eben, das meine ich, darauf eingestellt, dass diese schnellen Abwürfe kommen. Jetzt der Ball von der Bande, rechts war er da, abgespielt, wieder in die Mitte rein und die Deutschen müssen ihn jetzt eigentlich wieder kriegen über Alex Fangmann an der rechten Bande gegen Roy Turnham, aber Turnham, der ist nicht von Pappe, der dreht sich dann mal Richtung Ball und holt ihn sich. Und jetzt wird's gefährlich. Roy Turnham mit Speed gleich mal vorne und oh nein, Fangmann lässt da gleich mal den Fuß stehen. Das nenne ich mal ein Ausrufezeichen. Auch das könnte eventuell so geplant gewesen sein, dass sie da gleich mal ein bisschen körperlich spielen. Erstes Foul, noch keine gelbe Karte da. Da hat er auch ein bisschen Glück gehabt, denn er lässt da nur den Fuß stehen und Turnham fliegt da voll drüber. Hat sich zum Glück da nicht mehr wehgetan, so wie ich das sehen kann. Also ein erstes Ausrufezeichen da aus von der deutschen Verteidigung, werden wir das nochmal sehen. Und Turnham, der fliegt da auf den Ball drauf, direkt an der Bande. Erster Freistoß für England und das in der ersten Minute. Ja, den gilt es zu stoppen. Wenn er da seinen Körper reinstellt und nicht diese Klinge rausfährt, kann er ihn auch fair stoppen. Vielleicht verbuchen wir das unter Zeichen setzen. Gleich mal den Gegner das spüren lassen, dass die Gegenwehr da ist und wir springen in diesen Freistoß. Glatt eine Minute gespielt. Linke Seite kurz vor der Broken Line. Robin Williams kriegt den Ball angetickt. Geht schnell, enge Ballführung Richtung Strafraum. Mal Fangmann. Jetzt lässt er das Bein wieder rausstellen und diesmal fair. Hat den Ball unter Kontrolle. Schaufelt ihn die Bande entlang. Ein bisschen zu weit für Trenzing. Der versucht aber trotzdem hinterher zu gehen. Aber vergebene Mühe. Zuruf zu Brandon Coleman vom Keeper, dass er den Ball gehen lassen soll. Und er geht auch über die Grundlinie. Und jetzt Dylan Malpass mit einem kurzen Roller. Rechte Bande noch im eigenen Defensivdrittel. Nimmt Karen Seal den Ball an. Dribbelt ein paar Meter. Sucht die Anspielstation. Will Turnham schicken. Aber schlechte Absprache da bei den Engländern. Turnham ist ihm entgegengekommen. Der Ball geht diagonal über das Spielfeld und ins Tor aus. Abwurf von Temel. Schon Erfolg vom Keeper vom Elfenbeinzer FC. Aber abgefangen von Roy Turnham. Das sind gefährliche Situationen, wenn er aus der Tiefe mit Speed kommt. Geht schon zentral über die Broken Line. Räuft auf Nahes rauf. Und der mit dem zu späten Voy. Teamfoul Nummer 2 schon gegen die deutsche Mannschaft. Anderthalb Minuten sind gespielt. Zeichen setzen schön und gut. Aber wenn das in dem Rhythmus weitergeht, dann fangen sie sich schnell schon die ersten Double-Penalties. Denn daran sei erinnert für die Leute, die jetzt auch mit dem Blindenfußball nicht so vertraut sind, gerade einschalten bei diesem absoluten Topspiel. Es gibt eine progressive Foulregel, ähnlich wie beim Basketball. Ab dem 6. Teamfoul in einer Halbzeit, egal wo es stattfindet, gibt es automatisch und auch bei jedem weiteren folgenden den Double-Penalty, sprich den Strafstoß aus 8 Metern ohne Mauer. Das ist hier aber noch nicht der Fall, auch wenn der Ball fast auf der 8-Meter-Linie liegt. 9,5 Meter halb links versetzt, 4 Mann Mauer, die eng steht. Für mich fast sogar einen Meter zu weit weg, nachdem wir letztes Mal gestern über die Entfernung geredet haben. Hintertorguide, also der, der die Spieler ansagt, das Zentrum des Tores markiert, klopft jetzt bei Standardsituationen Usus die Pfosten ab. Erst aus Sicht des Schützen den linken, dann den rechten. Viermann-Mauer, Temel macht vom Schützen aus die rechte Seite, die Torwart-Ecke dicht. Brandon Coleman steht da bereit, kriegt den Ball angetickt von Williams. Coleman legt sich den Ball auf den rechten, schießt das lange Eck und da ist der Ball drin. Ein Start nach Maß für die Engländer. Katastrophenstart für die Deutschen. Brandon Coleman, 1 Minute 35 gespielt und da rappelt schon im deutschen Netz. Da muss Sebastian Temel das Ei aus dem Netz holen. Wir sehen es nochmal in der Zeitlupe. Coleman legt sich den Ball mit links auf rechts. Kuttig versucht den Weg zuzulaufen, kommt aber nicht richtig davor. Die Mauer bleibt statisch stehen. Coleman umläuft die Mauer ganz, ganz einfach und dann mit rechts vom Schützen aus links unten rein. Temel versucht die Fußabwehr, aber über sein Schienbein hinein in die Maschen und 0-1 steht es jetzt. Mann, das hätte doch gar nicht schlimmer beginnen können. Wir haben geredet, vorher lange die Null halten. Das muss das Ziel sein. Und jetzt ist das schon passé. Das heißt, Deutschland braucht ein Tor. Das positive Florian, wir haben noch fast 39 Minuten Zeit. Deutschland mit Anstoß. Tammy Kuttig jetzt mal über die linke Seite. Ist am ersten vorbei, an Seal vorbei. Und dann ist es da Robin Williams, der noch mit dem Fuß dran hat. Kuttig nochmal in die Mitte reingezogen. Aber Seal, der weiß eben genau, wo er da stehen muss. Blockt den erstmal wieder ab. Jetzt Tönsing vielleicht noch mit dem Versuch. Jonathan Tönsing, jetzt könnte er doch mal schießen. Das ist die Chance. Malpass muss da mal richtig hochsteigen. Aber das sah vielleicht dann am Ende im Moment gefährlicher aus, als es war. Der Torhüter, der auch doch routiniert, konnte den runternehmen mit beiden Händen. Der hätte aber gepasst unter die Latte. Mal eine Schrecksekunde für die Engländer, die jetzt wieder über die rechte Seite kommen. Robin Williams dreht sich da nochmal wieder ab Richtung Mitte. Gut angegriffen von Kuttig. Genau so muss man es machen, eben mit viel Körpereinsatz da. Und dann Robin Williams trotzdem, der tankt sich da irgendwie immer durch. Und ist trotzdem jetzt zuletzt dran am Ball. Der rollt in die Arme von
Themel und dann auf die linke Seite gespielt. Auf Kuttig. Kuttig mit dieser Verlagerung auf die rechte Seite. Da ist es Tönsing wieder gegen Turnham. Beide ungefähr gleich groß. Das ist wenigstens mal körperlich ein ähnlich gleiches Duell. Und jetzt wieder der Ball ganz weit in der Hälfte der Engländer, schon an der Grundlinie. Turnham da weggedreht. Er holt die Ecke raus. Tönsing meine ich damit. Der drückt da Turnham weiter Richtung Grundlinie. Deswegen Eckball für die Deutschen von der rechten Seite. Jonathan Tönsing steht schon mal bereit. Tammy Kuttig wird mit hingehen und dann schauen wir mal, wie sich die Engländer aufstellen. Ist ja auch bei jedem Spiel ein bisschen anders. Sie stehen jetzt gestaffelt, nicht eng zusammen, in 5 Meter Entfernung zu dem Eckball. Und einer, Robin Williams, der steht zentral im eigenen Strafraum. Ball ist freigegeben, Tönsing mit dem Banane, dreht dann nochmal ab. An der Bande entlang, rechts nach vorne, Kuttig, der will da durch die Mitte, der will mit dem Kopf durch die Wand, das wird nichts gegen die Engländer, das müssen sie sich gleich anders überlegen. Dann gute Abwehr da aber von Tönsing, er holt sich mal den Ball, Tönsing vielleicht mal links durch und er zieht den Freistoß. Gute Variante jetzt hier, das war sehr gut gemacht, holt sich den Ball, läuft dann ein paar Meter und dann eben dieses zu späte Voy von den Engländern, deswegen gepfiffen von dem Schiedsrichterteam und nächster Freistoß aus einer passablen Position für die Deutschen. Absolut, zum Glück gerade noch rechtzeitig Kommunikation zwischen Tönsing und Kuttig, die sich da kurz selbst behakelt haben, dann haben sie realisiert, dass es der Mitspieler ist und dann freier Weg für Tönsing, der im ersten vorbeigeht und beim zweiten dann mit dem Teamfoul. Also die Freistoßposition, du hast es angesprochen, Florian, 12 Meter direkt auf der Broken Line, zentrale Position, die 4 Engländer, die hinter dem Ball sind, bauen keine einheitliche Mauer, so wie eben beim Freistoß der Deutschen, sondern machen sich eher auf den Reinlaufen bereit, denn das ist schon eine Torentfernung da. Von da ein Tor zu erzielen, da braucht man schon einen gehörigen Bums. Den hat kein Taimi Kuttig, keine Frage, aber das ist schon eine Herausforderung. Alex Fangmann ist da auch noch mit dabei, der versucht da zu stören, die Sicht von Dylan Malpass zu nehmen. Ich vermute, dass Tönsing den Ball anticken wird für Kuttig und Kuttig auf rechts gehen wird. Der Spieler mit der Nummer 4, Karen Seal ist das, greift zu früh raus. Er muss natürlich warten, nicht wenn der Pfiff kommt, sondern wenn der Ball berührt wird. Werner hinter Torgeit Werner Nordlohne moniert da auch. Das kann doch nicht sein. Aber es gibt die Ermahnung von Attila Balint, Daumen hoch. Und dann kann der Freistoß hier wiederholt oder beziehungsweise überhaupt erst angepfiffen werden. Anticker auf Kuttig, der schießt rechts oben aus an den Pfosten. Das gibt's doch gar nicht. Da war Dylan Malpass schon geschlagen und der Ball klatscht an den Pfosten. Ich sage doch, er hatte den Bums. Oh, Pech für die Deutschen, aber die Situation ist auch nicht aus. Fangmann geht in die Sechser, das Luftloch. Immer noch heiße Situation, der Ball geht in die Sechser. Chance vertan zum Haare raufen. Aber die Deutschen, die zeigen es, sie können es. Tammy Kuttig mit diesem wuchtigen Schuss. Wir sehen es in der Zeitlupe aus 12 Metern mit dem rechten Spann. Da an den Pfosten. Malpass hebt die Arme, tut so, als ob der Ball weg ist. Da hätte er aber geguckt, wenn der reinspringt. Unglaubliche Szene, aber Chance vertan. Es bleibt beim 0-1. Die Engländer wechseln. Roy Turner mit der Nummer 9 verlässt den Platz. Und Dan English mit der Nummer 5, großgewachsener Spieler, kommt auf den Platz. Das Großgewachsen trifft ja eigentlich auf alle Engländer zu, mit Ausnahme von Roy Turner. Aber der macht die fehlende Masse durch Geschwindigkeit wieder wett. Wir springen in den kurzen Roller. Spiel wieder freigegeben auf Karen Seal. 3,5 Minuten sind gespielt. Die Deutschen müssen durch das frühe Tor das 0-1 biegen. Der kommt bei Kuttig an, aber dessen Querpass geht in den eigenen Strafraum. Den muss Fangmann aufsammeln. Fangmann will in die Bande entlang spielen, aber da ist nicht weit genug. Da muss Tönsing den Weg gehen. Stattdessen ist Dan English da. Tönsing gegen English. Was ein ungleiches Duell. English setzt sich durch über links, schon über die Broken Line. Geht an der Bande entlang. Versucht jetzt, sich den Weg in den Strafraum zu verschaffen. Gelingt ihm auch. Er lässt den Ball überliegen. Muss nochmal abdrehen. Da kommt Renais dazu. Macht ihm den Weg dicht. Gut verteidigt von der deutschen Abwehr. Kuttig im Ballbesitz für die Deutschen. Über die linke Bande. Jetzt an der Broken Line. Die Engländer ziehen sich sofort wieder zurück. Das kennen wir von den letzten Spielen. Die warten auf die Ballverluste. Mit der Einzelführung sowieso. Kuttig geht schon über die Broken Line, vergisst aber den Ball, muss nachsetzen gegen Robin Williams und gegen Coleman. Williams macht den Ball erstmal fest für die Engländer. Mit einem schnellen Haken kann er sich erstmal Kuttig entledigen und geht jetzt mit Tempo auf die linke Seite, spielt den Ball nach vorne, aber alle Engländer wie an der Perlenschnur aufgestellt. Hinten in der Defensive, schlechte Kommunikation, Szenenapplaus hier um uns rum. Ballbesitz Deutschland, 4,5 Minuten sind gespielt, 0-1 aus Sicht der Deutschen. Themel wirft ab auf die linke Seite, Kuttig nimmt den Ball an, dann der Wechsel wieder nach vorne. Die Engländer jetzt wirklich sehr weit zurückgezogen, nur mit einem vorne, das ist Seal. Und jetzt aber der Ballgewinn von Dan English und der ist schon wieder an der Broken Line über die linke Seite. English gegen Nahes und Nahes hält da den Ball erstmal weg vom Tor. Und es gibt tatsächlich den Abstoß, er holt den Abstoß raus. Ganz stark da vom jungen deutschen Verteidiger, während Themel gleich mal wieder abwirft auf die rechte Seite, auf Tönsing. Aber das wissen die Engländer mittlerweile auch. Seal, der ist nicht von Pappe, der holt sich da den Ball und dann wieder das Foul. Das war allerdings etwas ungeschickt von Tönsing.
Hönsing. Da hat er keine Chance mehr, den Ball zu spielen. Geht dann noch mit dem Fuß hinterher, hakelt hinten rein in den Lauf von Karen Seal. Und dann gibt es eben den Freistoß. Nächstes Teamfoul für Deutschland. Nummer 3 in dieser Situation. Aber wenn es nicht anders geht, dann muss man eben auch mal körperlich kommen. Nur jetzt müssen sie so langsam aufpassen, denn man muss ja die Engländer nicht auf dem Silbertablett einladen. Jetzt über die linke Seite wieder der Freistoß, ungefähr noch 2 Meter vor der Broken Line. Das ist eine Entfernung zur Grundlinie von 14 Metern. Und Robin Williams steht schon mal wieder bereit mit Dan English, seinem Teamkollegen. Die Deutschen da in einer Raute gestaffelt, direkt zentral zum Tor. Und der Ball ist jetzt freigegeben. Robin Williams zieht mal in einem langen Bogen ran, an die rechte Strafraum-Ecke, da an den rechten Strafraumrand und kommt dann am Ende nicht durch. Gut verteidigt von den Deutschen, aber den Eckball, den müssen sie hinnehmen. Für die Engländer von der rechten Seite, da sind es dann 3 Mann von den Deutschen, die in einer Kette aufgereiht dort abdecken die vordere Seite des Strafraumes aus Sicht der Ecke. Ganz hinten steht dann Tönsing, bereit, den Ball dann eventuell mal mit ganz schnellen Schritten nach vorne zu treiben, während die Engländer da mit Williams und Seal zusammen an der rechten Ecke sind. Seal wird den Ball führen, Williams hinter ihm befindlich. Jetzt ist der Ball freigegeben. Seal erstmal wieder in die Mitte reingezogen, das ist gefährlich in den Strafraum rein, aber dann rollt er da durch. Langsam, aber sicher über die Linie drüber. Gut verteidigt von der deutschen Mannschaft. Und ich muss sagen, ich hatte gerade Gänsehaut bei diesem Schuss von Timmy Kuttig. Das hat einmal richtig durchs Stadion gerappelt hier. Und das wollen wir nochmal sehen jetzt. Die Deutschen wieder mit Kuttig, eben diesem, über die rechte Seite, über die linke Seite jetzt mal. Da geht er mal selbstbewusst an Seal vorbei. Ja, auch wenn er körperlich nochmal nachdrückt, wieder im Strafraum. Timmy Kuttig kommt da zu Fall, das ist kein Foul. Er war auch selbst zuletzt dran und der Ball im Grund aus. Da tut er sich da ein bisschen weh am Knie. Hoffentlich hat er sich da nicht verletzt. Rechtes Knie hält er sich da gerade. Eventuell sehen wir es auch gleich nochmal, aber er steht wieder auf. Den Schmerz, den muss man rauslaufen hier in so einem Spiel. Das ist wichtig, wenn jetzt nicht viel Schlimmeres passiert ist, und er muss auch gleich zurück. Hatte da ein bisschen einen Check an die Seite gekriegt, aber Schiedsrichter nicht eingegriffen in dieser Situation. Ball ist jetzt auch wieder auf der anderen Seite. Keine Zeit zu verschnaufen. Das ist Dan English. Kriegt er den vor der Grundlinie? Das ist jetzt die Frage. Er kriegt ihn. Er dreht nochmal Richtung Mitte. Dan English gegen 3 und dann Alex Fangmann, der Routinier im deutschen Team und Kapitän. Nein, nimmt den erstmal wieder raus. Auf die rechte Seite gespielt. Höhe-Mittellinie ist er da jetzt bei Tönsing. Tönsing mit dem Seitenwechsel, aber das ist keine gute Absprache. Die anderen Deutschen stehen doch alle noch in der eigenen Hälfte. Deswegen leichter Ballverlust für die Deutschen. Wieder Dan English jetzt im Angriff. An der Broken Line schon auf der rechten Seite. Könnte jetzt Richtung Mitte nochmal drehen. Das macht er auch. Die Deutschen verschieben gerade ganz gut. Dann der Querpass. Einer ist getunnelt und der andere ist aber auch noch dran von den Deutschen. Und deswegen gibt es die nächste Ecke für England von der linken Seite. Die haben das gar nicht mitgekriegt, die Engländer. Aber die Schiedsrichter, die haben es gesehen. Und wir haben es auch gesehen. Also Eckball von links für die Engländer. Ja, der Fehlpass vorher resultierte, dass eben Kuttig nicht links mitgelaufen ist, dennoch humpelnd zurückging, erstmal gucken musste, was mit seinem Knie ist, nachdem er da Knie auf Knie gestoßen ist, und deswegen dieser Ballverlust, aber bitter, die Chance war da und dieser vermaledeite rechte Pfosten schon gegen Frankreich, stand er im Weg, als Joni Tönsing aus 6 Meter den da rechts oben gegennagelt, aber es ist noch viel Zeit, auch jetzt gilt es erstmal, diesen Eckstoß abzuwehren von links. Karen Seal kriegt den Ball angetickt, lässt ihn dann aber für Williams liegen, der versucht den Weg über die Grundlinie, Ball geht in den Torraum, muss aber nochmal Ecke gehen, so habe ich es gesehen, umso besser, es gibt den Abwurf für Sebastian Themel, kurzer Roller, linke Seite an die Bande, da ist Temi Kuttig, geht also weiter für den neuen Spieler von Borussia Dortmund, der versucht den Switch Richtung Alexander Fangmann, der Ball prallt von der Bande ab, er nimmt ihn mit in den Lauf, aber hat ihn nicht so richtig unter Kontrolle und da sticht dann Robin Williams mit rein, kann den Ball mit der Pike an die rechte Bande klären, da nimmt ihn Dan English auf, English im Zweikampf gegen Temi Kuttig, der hat den Arm da drauf auf dem Kuttig, Spiel läuft aber weiter. Immer noch English gegen Kuttig. Kuttig kann jetzt den Ball festmachen, versucht sich rumzudrehen, gelingt ihm. Da der Querpassversuch, versucht Jonathan Tönsing, den flinken Mann vom FC St. Pauli zu schicken. Der kontrolliert den Ball auch an der Broken Line, rechte Position gegen Robin Williams. Kann sich befreien, kann sich drehen, macht er gut, der junge Spieler mit der Nummer 3. Nochmal abgeschirmt den Ball, zieht jetzt Richtung Zentrum, 10 Meter Torentferner, sucht den Schuss, aber abgeblockt. Ball breit links an die Bande, immer noch im Offensivdrittel für die Deutschen. Tammy Kuttig macht den Ball fest, verfolgt von Karen Seal. Kuttig lässt den Ball liegen, muss nochmal neu aufziehen, hat ihn aber wieder gefunden. 14 Meter Torentfernung, geht aufs Schießt, aber getoppt den Ball. Er geht einen knappen halben Meter links vorbei, aber diesmal wäre Dylan Malpass auch da gewesen. Nicht satt getroffen vom Dortmunder Spieler mit der Nummer 7. Und es gibt den Abwurf für Dylan Malpass. Ja, halblanger Roller zwischen Broken Line und Mittellinie zu Robin Williams. Williams wird angelaufen von Tönsing, aber an dem geht er ganz einfach vorbei. Jetzt schon über die Mittellinie. Immer noch Robin Williams. Läuft auf Fangmann auf. Das Boy war da. Ja, das irritiert mich jetzt. Da zeigt erst Michael Pieck an, dass das Void da ist, aber Kopf an Kopf. Vielleicht hat er da auch dann, weil sich Fangmann an den Kopf fest, kurz abgepfiffen und Schiedsrichter-Timeout. Aber er hat das Geld kein Zeichen gemacht. Also für mich ist jetzt noch unklar, wie diese Situation entschieden wird. Denn Michael Pieck hat kurz angezeigt, ja,
Woi war da und jetzt müsste es dann eben auch mit dem Schiedsrichterball weitergehen. Also beim Blindenfußball wird ähnlich wie auch beim Sehnenfußball bei Kopfverletzungen dann auch wirklich sofort unterbrochen. Bei anderen Verletzungen, wenn er nicht im Weg liegt, wortwörtlich, dann geht es dann eben doch weiter. Michael Pieck geht hier auf Nummer sicher, weil sich beide eben sofort an den Kopf gefasst haben, sowohl Robin Williams als auch Alexander Fangmann. Und deswegen gibt es hier den Schiedsrichterball. Und der ist jetzt ausgeführt. Fangmann kickt den Ball über die Bande und setzt dann nach. Aber jetzt ist Robin Williams dran gegen Kuttig. Das Ganze hat sich auf die rechte Seite verlagert. Und dann geklärt von Kuttig. Rechts raus zu Tönsing. Tönsing gegen Karen Seal. Schirmt den Ball ab. Ist jetzt schon im Offensivdrittel. Halbrechte Position. Spitzer Winkel. Muss nochmal die Banane laufen. Macht er gut. Versucht sich den Winkel zu vergrößern. Tritt wieder drauf. Aber Karen Seal lässt sich da nicht abschütteln. Immer mit einem Arm dran. Versucht den Switch. Aber geblockt von Karen Seal. Der Ball bleibt da kurz liegen. Muss aber nicht akustisiert werden, weil ihn Tönsing gleich wieder gefunden hat. Der Querpassversuch. Aber da ist niemand. Kuttig muss erst tief aus der eigenen Hälfte einlaufen. Kuttig gegen Englisch. Englisch. Der Ball kurz vor der Grundlinie. Und dann auch über selbige hinüber. 7 Minuten 43 gespielt. Die Deutschen müssen immer noch dem 1-0 hinterherlaufen. Aber sie machen es ganz gut. Sie drücken jetzt mal ein bisschen die Engländer auch in ihre Hälfte und die greifen jetzt aber wieder an über Dan English, muskulöser, großer Typ, der den Ball auch gleich mal weit weg drischt. Aber den holt sich da Alex Fangmann in der eigenen Hälfte noch jetzt wieder über die linke Seite. Die Deutschen, Tammy Kuttig ist das, der den da an der Bande hat, von English gleich mal angegriffen und gleich mal zu Boden gedrückt. English, er holt sich den Ball an der rechten Seite entlang an der Bande. Kuttig aber nochmal gleich hinterher, hat sich aufgerappelt und er holt sich den Ball wieder. Sehr gut. Da vom Deutschen dreht er nochmal ab. Kluge Entscheidung. Alle Deutschen da hinter dem Ball noch und dann der Querpass auf die rechte Seite, dieser Versuch, den haben wir schon öfter gesehen, diese Wechsel links und rechts, aber der immer noch zu ungenau. Tönsing leider nicht lang genug vorgelaufen, sodass der Ball an die Bande geht, rechts außen und dann über die Grundlinie rollt. Abwurf von Malpass auf die rechte Seite, da müssen sie aufpassen, da ist dann wieder Dan English, der sich da freigelaufen hat. Na, jetzt muss da noch ein kleines Stück schneller nachrutschen. Der Engländer kann annehmen an der rechten Strafraum, am rechten Strafraum. Dann kriegt den aber Kuttig wieder, der holt sich den. Bisher auffälligster Akteur hier im deutschen Trikot, ist dann an der Mittellinie, dreht nochmal ab, wird in die Bande reingedrückt, da von Seal und Kuttig hat ihn aber noch. Dann wieder der Seitenwechsel und da muss Tönsing noch schneller hin. Da muss er schneller hinterher Richtung Grundlinie. Jetzt hat er das auch mal mitbekommen und er holt ihn noch vor der Grundlinie. Vielleicht Tönsing jetzt mal im Zentrum. Jetzt kommt er noch schießen, aber da ist dann doch noch einer dazwischen. Die Engländer, die verteidigen den Ball dann. Brandon Coleman ist das. Obwohl da Tönsing gleich nochmal hinterher geht, ist jetzt links am Strafraum und jetzt müssen sie ihn noch aber rausklären. Das ist Seal wieder, der an der Bande lang geht. Das ist nervenaufreibend. Das ist körperlich sehr, sehr anstrengend auch für diese deutsche Mannschaft da dagegen zu halten. Jetzt wieder Tönsing vorbildlich da an der linken Bande, schreibt den Engländer so Stück für Stück weiter in sein Verteidigungsdrittel und dann eben dieser Pass, der einfach mal ins Leere kommt. So können sie es erzwingen. Das war dann keine gute Idee von Coleman, der den da holte. Und jetzt hat den aber doch sicher der Alex Fangmann. Dann spielt er auf einmal wieder Robin Williams an und glücklicherweise kommt der Engländer da nicht mehr hinterher. Schade, dass Fangmann den Ball auch vorher nicht anhalten konnte. Eigentlich hatte er ihn schon im Mittelfeld sicher. Dann springt er irgendwie auf und der Ball unter ihm drunter durch. Ein typischer Fehlleer. Und es gibt jetzt den ersten Wechsel und reinkommt Turnham, beziehungsweise muss es der zweite Wechsel sein. Turnham kommt nämlich rein und Williams geht raus. Auf der anderen Seite Tönsing raus. Der hat sich ganz schön abgeackert hier schon. Und rein kommt Alisan Pektas. Der wird jetzt die Offensive hier verstärken. Auch er eher so klein und mal ein bisschen wühlig da unterwegs und kann da vielleicht mal links oder rechts dann, das müssen wir sehen, hier was initiieren. Abwurf von Temel auf die linke Seite, da ist es Kuttig, der nimmt den nah am eigenen Strafraum an, versucht den Switch, aber schießt es Seal nur an. Seal, von Seals Arm prallt der Ball wieder in die Hände von Temel, wieder auf links gespielt, auf Kuttig und dann der Ball gerade außen an der linken Seite entlang. Abstimmungsprobleme da, Pektas stand nämlich rechts, das bringt gar nichts. Ball bei den Engländern wieder, Malpass hat den, wirft ihn ganz knapp rechts rüber. Da ist es Dan English, der den erstmal annimmt. Treibt ihn in das Mitteldrittel, zentrale Position, wird angegriffen da von Pektas. Ganz gut, dass er da Druck ausgeübt hat und dann kriegt er aber Nias den Ball an den Fuß, den eigentlich flach rollenden Ball, der durchs Zentrum geht und Nias kann ihn nicht so gut orten und der vom Fuß dann ins Aus, Ecke von rechts für die Engländer wieder. Ja, hat mir die Kommunikation nicht so ganz gepasst. Wenn er da hochspringt oder die Beine weit aufmacht, zur Seite geht, dann geht er durch zu Temel. So geben sie diesen Eckball leichtfertig her. Man muss ihn natürlich zugutehalten, er will den Ball im Spiel halten, aber so dann
über den linken Schlappen gerollt und von dort über die Grundlinie. Ecke jetzt, genau 10 Minuten glatt gespielt. Nächste Möglichkeit für die Engländer aus dem Spiel heraus. Auf beiden Seiten noch nicht so viel Gefahr, aber jetzt vielleicht Turnham. Kommt von der Ecke die Grundlinie entlang, wird abgeblockt von Nyes. Es gibt erneut den Eckstoß von rechts. Wieder sind da Turnham mit der 9 und Brandon Coleman mit der 7 dabei. Coleman positioniert sich hinter Turnham und wird ihm durch die Beine den Ball einmal anticken, sodass der Ball dann frei ist und auch losgedribbelt werden kann. So ist es. Turnham an der Bande entlang und versucht die Banane, aber super rausgerückt von Alexander Fangmann. Der macht den Weg dicht, versucht jetzt seinerseits selber nach vorne zu gehen, hat aber Probleme mit der Ballkontrolle. Der Ball landet über Umwege bei Adnan Pekdas. Der geht gut an der rechten Bande vorbei. Brandon Coleman verfolgt ihn. Er zieht den Ball mit der Sohle rüber und sucht den Switch auf Tammy Kuttig, der jetzt ein bisschen Platz hat, wenn er den Ball verarbeiten kann. Gegen Turnham. Turnham kommt da kurz ins Straucheln. Kuttig legt sich den Ball mit rechts gut vor. Der Ball geht aber nicht in den Sechser, weil Dan English mit der Nummer 5 richtig gut aufpasst. Nimmt den Ball ab und löffelt ihn sich selbst in den Lauf. Fangmann gegen English. English gewinnt. 1 gegen 1 Duell. English gegen. Nice, English geht in den Sechser, schießt aber doch mit der linken Pike deutlich am kurzen Pfosten, am linken Pfosten vorbei. Aber da war sie, die erste richtig gefährliche Möglichkeit aus dem Spiel heraus. Wenn die Deutschen den Ball verlieren, dann geht der Express bei den Engländern aber mal so richtig ab. Kurzer Abwurf von Temel, rechte Bande, Fangmann. Fangmann geht Richtung Zentrum, rechts lauert Adichan Pekdas. Langsam macht sich Kuttig bereit, aber Fangmann macht es allein. Da gibt es einen Tritt, aber Fangmann läuft weiter. Immer noch Alexander Fangmann, läuft dann auf, geht in den Sechser, Spitzenwinkel, wir grätschen. Der Ball geht über die Grundlinie, Abwurf, Dylan Malpaus. Und jetzt muss sich aber Fangmann beeilen. Da schnell wieder die Position hinten einnehmen. 2-2 spielen sie jetzt. Pekdas rechts, Fangmann links, Kuttig jetzt ganz links außen. Und jetzt orientiert sich Fangmann wieder in die Defensive. Kurzer Roller, sie haben auch Zeit, weil Dan English das Spiel langsam aufbaut. Mit einem Löffelball, aber da kniet Kuttig ab, kriegt ihn an den Bauch. Kuttig dreht schon wieder auf, über die Mittellinie. Cameron C. verfolgt ihn, immer noch Kuttig gegen Cameron C. Kuttig ist frei, über die rechte Seite will schießen. Aber der Ball rutscht ihm über den Schlappen mit dem langen gestreckten Bein. Will er schießen, kriegt den Bein und den Körper aber nicht mehr richtig hinter dem Ball. Chance vertan, aber die Deutschen sind hier nicht chancenlos. Sie sind dran, dieses ärgerliche Tor nach einem Standard. Dem laufen sie jetzt hinterher. Kurzer Roller von Malpass auf Dan English. Der versucht den Switch, linke Bande, Karen Ziel, der Spieler mit der Nummer 4, nimmt ihn an und versucht aus der Drehung den Pass, sucht Turnham, aber Turnham war links eingelaufen. Zentral ist der Ball zu steil, der geht über die Grundlinie. Abwurf von Temel schon ins Spiel gebracht zu Adichan Pekdas, den Stürmer von den Sportfreunden Blau-Gelb Marburg. Der wird da gesucht, läuft auf Coleman auf, verliert seinen Kopfschutz, der Ball ist aber noch im Spiel auf der Grundlinie. Coleman ist da mit dem Ball über der Grundlinie. Attila Ballin sieht das, gutes Auge, und es gibt den Eckstoß für die deutsche Mannschaft. Der Druck von Alijan Pekdas auf den Gegenspieler Brandon Coleman hat sich bezahlt gemacht. Und die Ecke da von der rechten Seite, 11:45 gespielt. Knappe 8 Minuten noch zu spielen. Also in dieser ersten Halbzeit. Fangmann kommt jetzt gemächlich da zu Pekdas. Die Uhr ist bei solchen Spielunterbrechungen immer gestoppt. Also Netto-Spielzeit, 2x20 Minuten. Ecke ausgeführt. Pekdas geht an der Bande entlang, jetzt bis zur Broken Line, kommt jetzt langsam ins Zentrum, will den Switch spielen, misslingt ihm aber, hat aber noch den Ball am Fuß, muss aber jetzt bis in die eigene Hälfte zurückgehen, linke Bande, die Engländer rücken gar nicht raus, machen das da ganz, ganz eng vor dem Sechser, jetzt mit einer Viererkette, einer hinter dem anderen. Pekdas sucht den Querpass, raus auf Fangmann, Fangmann mit Problemen bei Ballannahme an der Bande, da kommt Dan English dazu, der macht das gut, läuft ihn ab, English dreht sich rum und spielt den Querpass, aber da ist weit und breit kein Engländer, das müsste doch wieder Ballbesitz für die Deutschen sein, wenn auch tief in der eigenen Hälfte ist es. Kuttig, der den Ball an der linken Bande annimmt, mit Tempo schon über die Mittellinie geht. Kevin Seal ist nur Begleitschuss. Kuttig geht und hat er viel mehr Platz. Schießt zu früh aus 8 Metern und trifft ihn nur mit dem Schienbein. Aber tosender Applaus, aufmunternder Applaus. Gute Aktion von Kuttig. Bis auf den Abschluss hat das gepasst und wir können das jetzt ausführen, weil die Engländer einen Timeout gerufen haben. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass Jonathan Puck da so ein bisschen die Flotter geht. Denn so viel Gegenwehr weiß ich nicht, ob er das von den Deutschen erwartet hat. 8 Minuten noch knapp zu spielen. Die Deutschen liegen 0-1 hinten. Es war lange Zeit nur 2 Standardsituationen, die dieses Spiel geprägt haben. Das Ärgerliche ist, England hat ihn reingemacht und die Deutschen in Person von Tammy Kuttig knallen ihn an den Pfosten. Das kann trotzdem nur besser werden, gerade die Deutschen im Moment wirklich auf einem aufsteigenden Ast, um mal hier eine Metapher zu bemühen. Hinten die Engländer ziemlich offen, da kommen immer mal wieder Nadelstiche durch und das ist doch jetzt die Chance. Ich glaube, wenn sie weiter so dagegen halten und die Engländer so in ihre eigenen Regionen drücken, dann kann das noch was werden. Gerade Temi Kuttig da vorbildlich wieder, immer wieder rechts und links unterwegs und hier nochmal die Anfeuerung zum Publikum, das natürlich wahnsinnig zahlreich erschienen ist. Die Tribünen sind jetzt fast komplett voll, wenn ich hier mich so umschaue. Und das ist wirklich ganz, ganz großer Sport hier. Die Deutschen auf der rechten Seite jetzt wieder da. Es werden nochmal, die iPads kontrolliert. Auszeit ist vorbei und es geht weiter mit Abwurf von Malpass.
im neongelben Trikot. Wir sehen auch schon den anderen Keeper, der sich da auch schon fertig gemacht hat. Vielleicht gibt es da bei den Engländern den Wechsel, wissen wir jetzt noch nicht genau, aber wir gucken auch sowieso auf das Spiel. Roy Turnham ist nach vorne gegangen, der steht jetzt am Strafraum der Deutschen und Melpers wirft den Ball mal flach ab auf die linke Seite. Das ist English, der den führt, dann mit einem starken Pass an der linken Seite entlang und da rollt er durch. Keine Chance da, Seal wäre das gewesen, Coleman wäre das gewesen, der den hätte erlaufen sollen, hat ihn nicht bekommen. Stattdessen gleich der Abwurf von Sebastian Themel auf die linke Seite. Pektasch ist das, der wird von Roy Turnham angegriffen. Turnham arbeitet da auch viel mit den Händen. Pektasch macht das ganz okay. Behält den Ball, legt auf die linke Seite. Tammy Kuttig hat ihn da und der dreht sich mal elegant an Turnham vorbei. Jetzt nimmt er Tempo auf ins Zentrum. An Coleman ist er auch noch vorbei. Und dann bleibt ihm da aber irgendwie der Ball hängen. Coleman lässt auch nicht so richtig locker. Und jetzt haben die Engländer auf einmal freie Bahn über den English. Den English gegen Nayes und die anderen Deutschen müssen zurück. Dann nimmt English, der rammt da Nayes um. Kein Foul gegeben. English immer noch im Ballbesitz mit dem Schuss. Und das Themel! Was für ein Reflex! Wo hat er den denn wieder hergeholt? Wahnsinn! Linker Arm nochmal hochgezogen, dadurch der Abpraller und der Ball über die Grundlinie. Eckball, das war eine nächste Riesenchance für die Engländer. Vertan hier, weil der deutsche Torhüter vom Chemnitzer FC eine ganz starke Reaktion gezeigt hat. Der wäre, glaube ich, eingeschlagen hinten am Eck. Aus der Position zu sehen und da haben wir eben noch einen ganz starken Mann hinten im Tor. Auf den wird es jetzt auch in den nächsten Minuten, denke ich mal, noch ankommen, dass der da hinten alles sicher hält. Die Deutschen jetzt gestaffelt im Strafraum. Eckball von der rechten Seite. Turnham steht bereit, läuft mit dem Ball Richtung Grundlinie, dreht dann nochmal ganz kurz ab, an der Bande entlang zurück, dann vertändelt er da den Ball. Das ist gut für die Deutschen, denn dann kommen sie nicht mehr so richtig ins Aufbauspiel. Turnham jetzt. Jetzt dürfen sie ihm nicht zu viel Platz lassen, dass er nicht Tempo aufnehmen kann. Er fühlt sich da durch die Mitte durchtanken. Turnham, der ist rechts am Strafraum. Jetzt könnte er versuchen zu schießen, kommt dann etwas aus dem Tritt, zu weit rechts, nochmal zurückgedreht. Damit eine Körpertäuschung lässt er wieder. Tammy Kuttig steht, ist jetzt an der Grundlinie. Und am Ende ist der Ball im Aus und es gibt Eckball, habe ich auch so gesehen. Kuttig zuletzt dran, der Ball war auf der Grundlinie, dann kam Kuttig angerauscht und hatte diesen Ball noch weggestupst da mit dem Fuß. Nächste Ecke für England von der rechten Seite. Das ist jetzt wieder Coleman, der da ist und diesmal machen es Coleman und English, also Roy Turnham nicht mit von der Partie. Der ist jetzt mal zurückgegangen Richtung Mittellinie, während drei der Deutschen wieder da gestaffelt stehen. Einer ist etwas weiter weg, schon außerhalb des Strafraums. Das ist Ali Pektasch. Die anderen drei verteidigen da. Freistoß ausgeführt, Eckball ausgeführt, schon wieder von den Engländern in die Mitte reingezogen und dann aber gut abgewehrt da von Alex Fangmann. Der hat das geahnt, wo der lang will. Ball ist jetzt in der Hälfte der Engländer an der rechten Bande aus Sicht der Deutschen. Ali Pektasch, der kann den aber erstmal nicht festmachen. Roy Turnham holt ihn sich, dreht sich dann einmal rechts um Ali rum und dann geht der Ball wieder auf die rechte Seite. Dengle English ist es gegen Tammy Kuttig. Das haben wir schon öfter gesehen an der Bande. English setzt sich da durch in den Strafraum. Der kommt jetzt fast zum Schuss und dann prallt er da mit Sebastian Themel zusammen. Knie hält er sich da im Schussversuch. Abgepfiffen auch vom Schiedsrichter. Gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Wir sehen es jetzt nochmal. English setzt sich da durch und versucht den Schuss mit dem linken Fuß. Der Ball war da aber gar nicht. Stattdessen war das Knie von Sebastian Themel dort und deswegen gibt es den Freistoß. Da gibt es kurz Diskussionen mit dem Schiedsrichter Attila Balint. Was halten Sie nun? Es gibt 6 Meter. Habe ich das jetzt richtig gesehen? 6 Meter und das gibt richtig Diskussionen. Es gibt 6 Meter. Das ist eine Fehlentscheidung. Es gibt 6 Meter für die Engländer. Themel ist, nach dem Foul zieht er den rechten Fuß raus. Der Schiedsrichter sieht das zweite Foul ein, beziehungsweise das zweite Vergehen und Sebastian Themel völlig außer sich, wird da von Rasmus Nayes nochmal auch beruhigt. Das ist ganz, ganz bitter für die deutsche Mannschaft. Das gibt's ja gar nicht. Das ist eine Fehlentscheidung von den Schiedsrichtern. Erst das, oder kriegt Themel sogar noch die gelbe Karte. Okay, das ist dann konsequent natürlich. Aber zuerst doch das Foul vom Engländer. Zuerst doch das Foul vom Engländer. Und dann erst Themel, der ihn unten nochmal trifft. Aber doch nur, weil ihn der Engländer vorher getroffen hat. Ist egal, da lässt sich auch nicht mehr diskutieren jetzt. Es gibt den 6-Meter-Stoß. Ist das der Punch für die Engländer, den sie jetzt in dieser Phase bräuchten? Wir drücken Sebastian Themel die Daumen. Da bin ich ganz ehrlich. Jetzt mit der Nummer 7 am Ball Brandon Coleman, der Routinier bei den Engländern. Und der geht nochmal kurz in die Knie. Themel kann es immer noch nicht fassen. Aber Junge, jetzt konzentrier dich. Jetzt kannst du eh nichts mehr ändern. Sebastian Themel in seinem grünen Trikot geht nochmal vorne und hinten über die Linie drüber. Dann wird es gleich das Abklopfen von Bandel, dem Guide der Engländer, geben. Während der rumänische Schiedsrichter da gerade nochmal die Deutschen sortiert, dass da auch der Abstand stimmt. Es ist jetzt das Duell Coleman gegen Themel. Und da schauen wir jetzt,
hin. Temel konzentriert sich, geht nochmal in die Knie, Hände auf die Knie aufgestützt, wird die Arme jetzt gleich ausbreiten, geht dann tief runter, Ball ist freigegeben, Schussversuch und der Temel hält! Temel hält! Das ist es doch, Junge! Auf die rechte Seite gespielt, Pektasch raus damit den Ball und jetzt erstmal um Ruhe bitten. Der Jubel ist natürlich grenzenlos, hier Sebastian Temel, da hat er sich diesen Stoß wiedergeholt. Irre, was für eine Aktion und das kann nochmal für die Deutschen nochmal einen richtigen Push geben. Jetzt nochmal Sebastian Temel vom Chemnitzer FC. Was für eine Parade, die er da hinlegt. Mensch, Junge, das hast du klasse gemacht. Absolut wuchtiger Schuss, aber er taucht ab und legt da diese ganze Wut rein. Der hat geschäumt wie Rasmus Neis, der junge Bursche, den erfahrenen, fast 20 Jahre älteren Sebastian Temel beruhigen muss. Der zappelt da und jetzt sehen wir es nochmal in der Zeitlupe, aber auch unplatziert der Schuss. Aber Temel geht runter und faustet den weg. Das war eine Granate, aber zu unplatziert von Kohlmann. Und Temel hält die Deutschen noch im Spiel, während jetzt hier das Spiel, und deswegen können wir das auch so lange ausbreiten, unterbrochen ist. War natürlich ein tosender Jubel. Die Zuschauer hier von den Sitzen aufgesprungen, aber der Ball ist noch im Feld, da muss natürlich Ruhe gewährleistet sein. Und jetzt geht's da weiter dann. Und mit dem Lupfer von Pektasch Richtung Kuttig, Kuttig über halb links, versucht wieder im Grätschen den Schuss, aber aus dem spitzen Winkel. Er trifft ihn dann nur noch mit der Sohle. Geht der Ball ins Tor aus. Spiel schon wieder unterbrochen, es wird ein bisschen hitziger. Kurzer Wortwechsel da zwischen Karen Seal und Tammy Kuttig. Attila Balint holt die beiden Streithähne zusammen und möchte schlichten. Kuttig hat schon abgeschenkt, dachte die Situation wäre für ihn erledigt, wird nochmal heranzitiert. Und jetzt schönes Fairplay, beide umarmen sich kurz, kennen sich auch, nicht nur aus der Nationalmannschaft, auch von internationalen Turnieren, während wir hier nochmal diese Szene sehen. Also langes Bein da von English ans Knie, von diesem Tritt getroffen, fällt Temel nach hinten und schlägt das rechte Bein aus und erwischt den Ball außerhalb. Also nie und nimmer, erste Foul, ganz klar der Tritt von English gegen Temel, aber das Spiel läuft weiter, es ist nun mal so, muss man abhaken und es ist gut gegangen. 6 Minuten noch zu spielen, langer Ball in die Ecke, schon kurz vor der Grundlinie, das Roy Turner, der versucht in den Sechser zu gehen, klasse zugestellt von Kuttig. Ballbesitz für die Deutschen, Fangmann ist das, über die eigene Broken Line schon rüber. Jetzt geht er zentral über die Mittellinie, aber legt sich den Ball zu weit vor, direkt in die Füße von Coleman, die Möglichkeit für die Engländer zu kontern. Fangmann sprintet sofort zurück, kommt so hinter den Ball, klasse gemacht vom Kapitän vom MTV Stuttgart, aber Coleman immer noch im Ballbesitz, zentrale Position, direkt an der Mittellinie, sucht den Switch links rüber zu Turnham, aber klasse abgefangen, jetzt die Kontermöglichkeit für Fangmann, Fangmann über rechts, läuft da aber einfach nur gerade auf den Dan English zu, das Voy war da, zeigt Attila Balint und Dan English führt seinerseits den Ball schon wieder durchs Zentrum, lässt den Ball kurz liegen, aber zu wenig Druck da von Kuttig. Kuttig versucht reinzuhaken, Dan English geht vorbei, läuft auf Nice, aber auch da war das Voy da, der blockt ihn einfach, kann gegen den Schrank bestehen, aber English geht wieder aus Spitzenwinkel in den Sechser, schießt mit links, aber verzieht deutlich. 5 Minuten noch in dieser ersten Halbzeit, Spielstand immer noch 0:1, Ballbesitz für die Deutschen, kurzer Roller, links raus zu Tammy Kuttig. Der orientiert sich. Alican Pektasch ist diagonal frei, aber der Pass, der kommt nicht an. Schlecht, ein bisschen in seinem Rücken. Coleman schirmt da clever ab und legt sich den Ball selber über die linke Wand davor. Da gibt es einen kleinen Schubser, da haben die Deutschen Glück. Da war Alican Pektasch mit den Armen am Arbeiten. Aber sei es drum, fang mal mit dem Ball, geht durchs Zentrum, wird in die Zange genommen von Turnham und von Dan English. Und es gibt den Freistoß für die deutsche Mannschaft direkt auf der Broken Line. Zentrale Position, Michael Pieck zeigt es an, der stand da direkt neben. Beide nehmen ihn da in die Zange, aber mit dem Foul ist es da meiner Meinung nach genug. Und mit einer Ermahnung, da muss es nicht noch eine gelbe Karte geben. Oder doch? Attila Balint zeigt sie, wertet das als taktisches Foul. Und Roy Turnham jetzt also auch buckt, wie man in Englisch sagt, mit der gelben Karte verwarnt. Und aussichtsreiche Position. Die Position kennen wir. Tammy Kuttig kennen wir, der da bereitsteht. Was wir aber auch kennen, ist der rechte Pfosten. Diesmal darf er gerne reinspringen. Wir sind gespannt. Alican Pektasch steht da jetzt bereit. Einer links vom Ball, einer rechts vom Ball. Michael Pieck, der belgische Referee, sorgt jetzt nochmal dafür, dass die englischen Spieler den Abstand halten. Hat eine gute Orientierung mit der 6-Meter-Linie. Ist fast sogar einen halben Meter zu weit hinten. Die Mauer sollte nicht zum deutschen Nachteil sein. Also Pektasch und Kuttig stehen da bereit. Karen Seal wie ein Leichtathlet tief gebeugt. Macht sich da zum Anlaufen bereit. Schießt Kuttig, aber zieht links vorbei. Durch die Mauer. Guter Versuch. Aber leider eben auch am linken Pfosten vom Dylan Malpass gehüteten Kasten vorbei. Und genau dieser Malpass wirft den Ball jetzt wieder ins Spiel. Ganz, ganz kurz an den Sechser. Karen Seal treibt den Ball. Jetzt läuft den Alican Pektasch an. Harter Pass von Seal über das gesamte Feld. Zu hart für seinen Mitspieler mit der Nummer 7. Brandon Coleman, der verpasst dieses Zuspiel. Der Ball geht über die Grundlinie ins Aus. Sebastian Temel sucht seinerseits die Anspielstation.
findet links wieder Kuttig. Der ist also hier für den Spielaufbau zuständig. Entweder für den Diagonalpass, der aber auch ausrechenbar ist, oder für diese Tempo-Dribblings. Das versucht er jetzt wieder über die linke Seite. Ist schon vorbei an Turnham, der viel zu sehr mit dem Arm schiebt. Und das sieht auch Michael Pieck. Und jetzt ist Turnham nah dran nach dieser gelben Karte. Gleich dem nächsten persönlichen und Teamfoul hinterher. Die Engländer stehen jetzt bei 4. Auch das kann eine Möglichkeit sein für die Deutschen. Hier, der Turnham muss aufpassen. Aber erstmal gibt es noch die klassische Variante in Anführungsstrichen. 4-Mann-Mauer bilden die Engländer da. Position knappe 8,5 Meter, aber nach links versetzt. Aber bevor wir in diese Situation reinspringen, gibt es einen Wechsel bei den Engländern. Roy Turnham, ich glaube, Jonathan Puck hat das ähnlich gesehen nach der gelben Karte und gleich den direkt danach folgenden weiteren Foul. Nimmt seinen Neuner runter, nimmt Roy Turnham runter. Und mit der Nummer 8 kommt er auch ebenso wie Selflinke, Darren Harris, auch Paralympics erfahren. Und der nimmt jetzt 1:1 die Position da in der Mauer ein. 4 Spieler, Dylan Malpass beordert jetzt den neuen Mann. Da rechts ist sein Ansprechpartner da mit dem Gesicht am Pfosten gelehnt. Erst hat der Torwart im blinden Fußball die Zeit, mit seiner Mauer zu koordinieren und kommunizieren. Dann muss er ruhig sein. Dann ist der Hintertorguide dran, der nochmal zeigt, Werner Nordlohne, Dylan Malpass kommuniziert da noch, bitte Ruhe. Das Ganze zieht sich jetzt hier noch so ein bisschen wie ein Kaugummi, weil jetzt Attila Balint da auch nochmal hingeht zur Mauer, warnt so ein bisschen und moniert, dass da der Abstand zu Alexander Fangmann, der da den Weg versucht zu blocken vom rausstürmenden Karen Seal. Und dann ist dann die Kommunikation für den Hintertorguide dran, Werner Nordlohne, mit dem Zuruf erst aus dem Zentrum, geht er die Pfosten markieren, ja, er geht rum und zeigt Kuttig erst den linken Pfosten aus Sicht des Schützen. Ihr hört das über die Atmo-Mikros. Und dann letztlich auch den rechten Pfosten. Dylan Malpass da tief in die Knie gebeugt. Und dann heißt das Duell wohl wieder Malpass gegen Tammy Kuttig. Pekta steht da bereit, um den Ball anzuticken. Kuttig wird wahrscheinlich auf den rechten gehen. Sucht schnell den Abschluss, schießt und Riesentarade von Malpass. Der taucht ab in die linke Ecke und kratzt den raus. Ich sage ja, Malpass ist ein guter, aber der Ball ist noch heiß. Wir fangen mal. Und wieder gibt es den Schubser. Und jetzt sind die Engländer angezählt. Teamfoul Nummer 5 gegen die Three Lions. 4 Minuten noch zu spielen. Bei jedem weiteren Teamfoul gibt es den Double Penalty. Und auch diese Position ist interessant. Genau an der 6-Meter-Linie, aber ein bisschen rechts raus. Also der Winkel ist eng. Aber die Deutschen müssen versuchen, mit Tempo drauf zu gehen. Entweder den Abschluss zu finden oder möglicherweise das Foul zu ziehen. Während wir hier nochmal mit dem Replay diese super Parade von Dylan Malpass sehen. Ja, von wegen Schwachstelle. Da macht er erst den Schritt nach rechts. Aber wie eine Katze kriegt er das, den Schwerpunkt, den Körperschwerpunkt noch auf das linke Bein, taucht ab und wischt ihn um den Pfosten. Klasse Aktion von Dylan Malpass. Wir springen in diesen Freistoß und eben jener Malpass stellt schon wieder seine Mauer. 3 Spieler stehen da bereit. Auch Fangmann kommt wieder mit dazu. Lediglich Darren Harris mit der 8 lauert so ein bisschen im Zentrum des Sechsers, möglicherweise auf ein Zuspiel. Da kann das Zuspiel für Fangmann möglich sein, würde mich aber irritieren, da in diesem engen Sechser nochmal den Pass zu versuchen, risikoreich. Lieber schnell den Abschluss suchen, vielleicht fälscht da wer ab. Und wieder Zeit gehabt, Dylan Malpass, der da mit in der Mauer steht, also quasi Spieler Nummer 4 in der Mauer ist, weil seine Spieler alle an der Ecke des Torraums ist. Jetzt orientiert er sich so ein bisschen zurück. Werner Nordlohne ist dran, die Pfosten abzuklopfen. Mit einer Lethargie macht er das. Das bei diesem Spiel. Chapeau, aber das ist eben die norddeutsche Kühlheit. Und wieder moniert er, dass da nochmal korrigiert wurde von Malpass. Und jetzt muss man da über eine Verwarnung diskutieren, aber Michael Pieck belässt es nochmal, sortiert dann nochmal die Abwehr. Attila Balint ist auch da, das dauert jetzt da wirklich. Und nochmal die Ansage dann auch an Ali Pektas. Und die Engländer hatten so versucht, so mit kleinen Trippelschritten immer näher zu dem Ballrand zu kommen. Jetzt sind sie doch wieder einen halben Meter nach hinten gerutscht. Und jetzt ist das Spiel dann auch freigegeben. Nochmal der Zuruf von Werner Nordlohne aus dem Zentrum. Pfosten abgeklopft. Kuttig steht da mit dem linken Fuß auf dem Ball. Pektas jetzt gewechselt, auch um die Verteidigung ein bisschen zu irritieren. Aber hat Kuttig auch den linken. Sein Starker ist der rechte und dann wird der Winkel enger. Schießt aus dem rechten und Malpass ist wieder da. Der kommt sogar aufs Tor und wieder wie ein Eishockeykeeper. Schnellt da die rechte Pranke raus. Ball prallt jetzt ab Richtung Mittellinie. Adichan Pektastein, Zweikampf, Dreikampf. Kuttig kommt auch noch dazu gegen Brandon Coleman. Kuttig macht den Ball an der Bande fest. Gegen 2, aber auch gegen Darren Harris und Coleman. Coleman blockt ihn einfach mit dem Rücken. Die Deutschen müssen jetzt diese Foulgrenze ausnutzen. Sie müssen die Engländer zu Fouls zwingen. An der linken Bande ist es immer noch Kuttig gegen Harris, aber jetzt ist es Kuttig, der da zu viel schiebt. Und so gibt es völlig zu Recht auch Teamfoul Nummer 5 gegen die Deutschen. Sprich, jedes weitere Foul in dieser ersten Halbzeit, in den verbleibenden knapp 3,5 Minuten, bedeutet automatisch hüben wie drüben den Double Penalty.
Freistoß jetzt für die Engländer, nochmal ein Meter hinter der Mittellinie. Das ist ganz, ganz bitter. Jetzt haben beide Mannschaften 5 Team-Fouls und ich hoffe doch einfach, dass es am Ende die Engländer sind, die da nochmal das Foul begehen an den Deutschen. Jetzt Freistoß ausgeführt, Harris ist hinter Seal. Seal führt den Ball ins Zentrum rein von der deutschen Hälfte, dann vertickt er ihm da vom rechten Fuß. Seal dreht sich nochmal Richtung Tor, Schussversuch abgeblockt und dann gibt es die Ecke. Da war noch einer dran von den Deutschen. Rechte Ecke, da geht er ins Aus. Und die Engländer wieder im Ballbesitz mit einer neuen Situation. Bei Ecken waren sie bisher nicht so gefährlich in diesem Spiel. Das soll auch weiter so bleiben. Harris und Coleman zusammen dort an der Ecke. Drei Deutsche gestaffelt da im Strafraum. Und einer wartet natürlich hinten. Das ist Ali Pektas für den Startball freigegeben. Jetzt nochmal zurückgepfiffen von Attila Balint. Auch die Schiedsrichter, muss man sagen, hier sehr viel zu tun. Das müssen da sehr, sehr aufmerksam sein. Hier wird mit allem gearbeitet, was irgendwie möglich ist. Wir hatten gerade auch den Guide angesprochen von den Deutschen, Werner Nordlohne, der eben auch da ganz genau drauf achtet, wie die Reihenfolge der Kommandos hier erfolgt. Also auf jedes Detail wird geachtet bei diesem unfassbar spannenden Spiel. Jetzt wieder der Ball frei. Coleman versucht es an der Grundlinie lang. Und Coleman, der Ball geht ins Aus. Ich dachte jetzt fast, dass der Schiedsrichter hier wieder einen Foul gesehen hat. Aber Ball im Aus und Abwurf von Sebastian Themel. Über die Mittellinie drüber. Pektas nimmt den ganz gut an. Dreht dann nochmal Richtung Mittelpunkt. Und dann nimmt er mal Fahrt auf. Pektas links vorbei. Kommt jetzt an den Strafraum ran. Aber dann folgt er dahin. Da ist Coleman mit dem Fuß dazwischen gewesen. Harris. Harris, der Kleine, der Wendige, der 44-jährige Engländer. Über die Mittellinie drüber. Ist schon an der linken Bande. Und an der gebroken Line und dann tankt er sich da irgendwie durch. Jetzt ist nur noch einer da vor ihm, Rasmus Naes. Da steckt, bleibt Harris dann irgendwie in seinem Fuß hängen. Kein Foul gepfiffen, der Ball ist jetzt an der rechten Seite. Der Engländer an der Bande, 10 Meter von der Grundlinie entfernt, nochmal ein bisschen zurückgelegt jetzt. Da ist es Kuttig, der sich da sehr, sehr gut einsetzt. Harris gegen Kuttig, da das Duell. Harris bleibt dann Sieger, zieht Richtung Mitte, aber das sind dann auch die anderen Deutschen, die da gleich verteidigen. Und jetzt müssen sie aufpassen, Glück gehabt, dass da Kuttig kein Foul gezogen hat jetzt an der Stelle. Da stattdessen die Engländer weiter und das auch wieder kein Foul. Da haben wir zweimal Glück gehabt. Jetzt aber die Deutschen erstmal mit der Abwehraktion. Alex Fangmann gleich aber auch, muss man sagen, dann die faire Geste da von Seal, dass der da nicht irgendwie hängen bleibt. Oder Coleman ist, dass der da nicht hängen bleibt oder so liegen bleibt und moniert oder sowas. Auch der Engländer gleich wieder aufgestanden, wollte weiterspielen. Die sind hier alle Feuer und Flamme. Und jetzt mal die Deutschen wieder nach vorne. Das ist Pektas, stellt aber im Strafraum. Pektas fällt im Strafraum. Und er kriegt den Ball an die Hand. Und das haben sie gepfiffen. Das war für mich korrekt. Ein Handspiel. Und jetzt gibt es wegen Handspiel den Double Penalty. Oder etwa nicht? Doch. Jetzt gibt's da nicht. Jetzt gibt es wegen Handspiel den Double Penalty. Ali Pektas im Strafraum, vorm 2-Meter-Raum, hält den Ball mit der Hand auf. Er hat die Hand, das muss ich sagen, lange auf dem Ball, hält den dadurch auch fest. Das war aus meiner Sicht tatsächlich ein Handspiel. Aber wir sehen es jetzt auch nochmal. Pektas geht da rein. Also jetzt nimmt er erstmal den Ball an, kommt irgendwie dann in den Lauf, wird da gedrückt und dann im Fallen nimmt er aber, hat er die Hand auf dem Ball. Also wenn die Schiedsrichter den das vorher nicht pfeifen als Foulspiel, dann ist es danach ein Handspiel für meine Begriffe. Und jetzt gibt es wieder dieses, Maurizio sieht es wohl nicht so, aber ich denke, da gibt es kaum eine andere Möglichkeit für den Schiedsrichter. Die Hand wirklich lange auf dem Ball von Pektas und er hält ihn da richtig fest. Hat wahrscheinlich gedacht, dass da das Foul gepfiffen wird, aber das war nicht der Fall. Deswegen dann halt so rum. Aber wir haben ja noch jemanden im Tor, Sebastian Themel. Und der muss jetzt gegen Coleman ran. Diesmal 2 Meter weiter hinten Coleman. Aus 6 Metern hat das nicht geklappt. Da hat er den deutschen Torhüter nicht überwunden. Aus 8 Metern jetzt der Versuch. Coleman gegen Themel. Balint gibt frei. Coleman mit einem Schritt nach hinten. Dann Abzug und der geht drüber. Jawohl! Da musste Sebastian Themel nicht mal eingreifen. Hat er anscheinend auch sofort gesehen, dass er da in Rücklage gerät, der schießende Engländer. Und dann gab es dort den Ball übers Tor. Absprachen nochmal jetzt von den Schiedsrichtern. Da gibt es eine Ermahnung an den englischen Trainer. Puck ist das von Attila Balint, den rumänischen Schiedsrichter. Hatte jetzt keine weitere Auswirkung, so wie ich das gesehen habe. Hier natürlich auch auf den Seiten die Aufregung sehr, sehr groß. Und Ball erstmal wieder freigegeben. Kuttig ist das. Der geht mal links vorbei. Jetzt hat er mal richtig Tempo. Er muss auch nur weiter links bleiben. Warum zieht er denn dann in die Mitte rein? Harris war da in der Mitte. Eigentlich muss er nur links vorbeigehen da an der Seite. Das war von der Absprache wieder nicht optimal gelaufen. Wenn er links bleibt, dann kommt er links in den Strafraum rein. So ist es dann in Anführungszeichen nur die Ecke von der linken Seite. Aber auch die können sie nutzen. Und jetzt müssen sie diesen Push mitnehmen. Den nächsten vergebenen Strafschuss von den Engländern nach dem 6 Meter kamen sie richtig druckvoll wieder zurück. Und es sei erinnert, die Teamvorgrenze ist erreicht. Wir springen in diesen
gewesen. Damit in dieser Ecke und Schuss von Kutich, aber abgefälscht. Und dann landet er bei Dylan Malpass im Torraum und rollt ihn dann links schnell ab auf Brandon Coleman. Die Engländer also im Ballbesitz über die linke Seite, ziehen jetzt schon mit Coleman über die eigene Broken Line. Jetzt übers Zentrum, da lässt er aber kurz den Ball liegen. Pektas greift zu, jawohl, das sind die richtigen Zeichen. Der Ball bleibt kurz liegen. Spieler mit Problemen zu finden, der macht natürlich nur Geräusche, wenn er sich bewegt, dieser Rasselball. Alican Pektas, der Marburger hat ihn jetzt aber gefunden, könnte durchs Zentrum gehen, tritt einmal drauf, verlädt so den ersten, jetzt Ziel und English Roy schießt aufs lange Eck und wieder ist der Keeper, wieder ist Malpass mit dem linken langen Bein da. Die Deutschen sind dran, 90 Sekunden noch in dieser ersten Halbzeit, aber der Ball prallt weit ab auf der anderen Seite. Es ist Darren Harrison, 1 gegen 1 gegen Nyes, er läuft auf, Nyes fällt, Harris ist am Ball, Harris in Schussposition aus Nahdistanz schießt, aber Temel ist da und diesmal auch im Torraum. Der Ball bleibt Zentimeter vorm Torraum liegen, da kann Temel nicht eingreifen, es sind wirklich Millimeter, der Ball in den Torraum und mit der Sohle zurückgezogen von Nyes, bevor Temel zupackt. Kann. Durchatmen, durchatmen. 60 Sekunden noch auf der Uhr. Mann, ist das ein Kräftezehren. Das ist ein intensives Spiel und da geht Pektas drauf, aber Balint sagt weiterspielen. Auch das diskutable Entscheidung. Die Schiris wollen jetzt bei klaren, außer bei klaren Entscheidungen wohl nicht mehr pfeifen hier kurz vor der Halbzeit. 50 Sekunden sind noch zu spielen. Der Ball an der rechten Bande eingeklemmt. Da ist es Coleman gegen Kuttich im Duell der Siebener. Kuttich kann sich da behaupten. Nein, Coleman schiebt sich über rechts vorbei, kann den Ball aber nicht mitziehen. Intensiv, Kuttich kommt zu Fall. Coleman kommt zu Fall. Coleman steht als erster wieder. Hat den Ball an der rechten Bande, aber auch Kuttich nimmer müde. Springt wieder auf, muss aufpassen. Ein Foul an der Bande, in jedem Fall vermeint. Coleman versucht über rechts reinzuziehen. Ball abgeprallt. Immer noch an der linken Bande, da kurz vor der Grundlinie. Wir gehen in die letzten 25 Sekunden. Ballbesitz für Kuttich in der eigenen Ecke. Der muss den mal irgendwie da rauskriegen. Das gelingt ihm über die linke Bande. Der Ball rollt wenigstens bis zur Mittellinie. Ziel mit Problemen, den Ball zu finden. Fangmann versucht, den Druck aufzubauen. Na klar, die Deutschen wissen, 15 Sekunden noch auf der Uhr. Sie müssen noch vielleicht einen Foul ziehen. Der Ball geht über den ganzen Platz in die Arme von Temel. Der muss das jetzt schnell machen. 10 Sekunden noch auf der Uhr, das dauert mir zu lange. Und dann entscheidet er sich für den kurzen Wurf, hat Angst vor dem Ballverlust. Kuttich tritt auf den Ball und da sind die letzten 1-2 Sekunden in dieser Halbzeit. Kuttich geht über die Mittellinie, Abpfiff. 0-1 nach 20 Minuten. Mann, war das eine intensive Partie. Das honorieren auch diese Zuschauer hier in Berlin. Volle Ränge, klasse Stimmung, aber das Ergebnis stimmt noch nicht, Florian. Ja, aber sie haben sich doch wenigstens dann am Ende wacker und tapfer geschlagen, so wie sich das für die deutsche Nationalmannschaft gehört. Nach frühem Einstand für die Engländer, nach einem klasse Freistoß, Torhüter Temel bei den Deutschen da chancenlos, haben sie wenigstens was entgegengesetzt, haben die Engländer zeitweise in ihre eigene Hälfte gepresst und immer wieder auch Chancen herausgearbeitet. Und dann noch mal zu erwähnen natürlich, 6er verschossen von den Engländern und auch 8 Meter verschossen, wobei man sagen muss, der 6 Meter war nie im Leben, aber 6 Meter ist aber egal. Auch das kann auch mal Aufwind geben. Wir schnaufen mal kurz durch, in 10 Minuten sind wir wieder da. Bis gleich, bleibt dabei. Wir sind gerne Gemeinschaft. Wir lieben Sport und wollen etwas erreichen. Ganz egal, ob wir siegen können oder blind sind. Darum engagieren wir uns als Blindenfreunde schon seit 1860 für blinde und hochgradig sehbeschädigte Menschen. Ob Hilfsmittelbereitstellung, Fort- und Weiterbildung, Erholungsfürsorge, Blindensportförderung oder Projektunterstützung. Unser bekanntestes Angebot, das Blindenmobil. Der einzige kostenlose Mobilitätsservice in Deutschland, der Fahr- und Begleitdienst zugleich ist. Für Behördengänge, Bankgeschäfte und Facharzttermine. Mit vielen tausend Fahrten im Jahr. Das Blindenmobil ist eine ganz tolle Sache, denn es schließt eine Mobilitätslücke. Darum bin ich sehr gerne Schirmherr dieser Aktion geworden. Die Blindenfreunde, weil jeder Augenblick zählt. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter www.blindenfreunde.de. Ja, liebe Zuschauer, hier vor Halbzeit in der Partie England gegen Deutschland. Und ich glaube, es ist nicht zu viel gesagt, wenn ich einschätze, dass es eine oder nicht sogar die bisher beste Partie des ganzen Turniers ist. Da ist richtig Schmackes drin und ich kann Ihnen eigentlich sagen, Sie haben es gerade gesehen. Manni Breukmann, der unterstützt unsere Goldpartner dieser Blindenfußball-Europameisterschaft, ohne den eben eine solche Europameisterschaft hier mit dieser Atmosphäre, mit diesem Stadion nicht möglich wäre. Und ich glaube, das ist ein Applaus des Berliner Publikums wert für die Blindenfreunde von 1860 e.V., meine Damen und Herren. Aber die Blindenfreunde sagen, wir nicht nur, wir unterstützen dieses Turnier, sondern wir wollen auch
ein Halbzeitspiel machen. Und für dieses Halbzeitspiel, es gibt Zollpreise, brauche ich jetzt zwei Freiwillige, die sagen, das will ich mal ausprobieren. Dunkelbrille aufsetzen und mit dieser Brille dann bei unserem Bundesliga-Torhüter von Victoria Berlin spielt in der Fußball-Bundesliga einmal den Ball vom Punkt im Tor einsetzen. Wer traut sich, wer hat Lust hier im Rund? Da kommt Dame, kommt schnell runter zu mir. Gibt's hier auch das und dann, ich nehme die Herren mit dem Trikot, kommt zu mir, Union Berlin hier am Anhalter Bahnhof, wie könnte es anders sein? Kommt schnell zu mir hier runter. Und während sich die Kandidaten auf den Weg machen, liebe Zuschauer, für Sie vielleicht noch zwei, drei Infos zu den Blindenfreunden von 1860. Schicken seit diesem Jahr sind sie hier in Berlin ansässig, seit 1860. Das auch der Grund, warum unter anderem schon der deutsche Kaiser oder auch ein gewisser Herr von Siemens für die Blindenfreunde gespendet hat. Und die Blindenfreunde haben sich Integration durch Sport auf die Fahnen geschrieben. Und sind deswegen unter anderem im Behindertensport von tätig, nicht nur hier beim Blindenfußball, sondern auch in der Leichtathletik und im Schwimmen. Und das wohl bekannteste Angebot der Blindenfreunde, das sind die Blindenmobile, die es deutschlandweit gibt. Sie unterstützen blinde und sehbehinderte Menschen bei der Fahrt zu Ärzten oder auch bei Behördengängen und das Ganze völlig kostenlos. Jetzt freue ich mich über zwei Kandidaten. Du bist die? Edda, hallo Edda, und unser Edda und Jörg kriegen wir deine Hand, unter anderem gegen Thaddeus. Edda, du darfst zu mir kommen, hier auf die 6 Meter Matte. Für dich gibt es einmal die Dunkelbrille. Und wie du gleich siehst, siehst du nicht. So, Edda, hier hörst du den Ball. Und du darfst mit dem Berliner Publikum einmal versuchen, den Ball in Tor zu versenken. Das ist dein Applaus, Edda. Andere Seite? Ja, knapp neben das Tor. Und jetzt schauen wir mal, ob Union Berlin das besser macht. Ich glaube, hier sind wir ja genau in der Mitte von Berlin. Hier gibt es gar keine Rivalität zwischen den Clubs. Wo sind die Union-Fans? In Köpenick! Und wo sind die Hertha-Fans? Okay, ich sag dir, hier sind wir genau in der Mitte. Perfekt. So! Da ist der Ball. Deine Chance, einmal rein damit ins Tor. Hey, das war ein starker Schuss. Applaus für beide Teilnehmer hier. Wir beide habt euch wirklich euren Preis von den Blindenfreunden von 1860 verdient. Und der Thaddeus, der nimmt euch mit an den Stand der Blindenfreunde und da gibt es für euch euren Preis. Danke fürs Mitspielen. So, liebes Berliner Publikum, und ich hoffe, ihr seid bereit, wenn gleich die Mannschaft von England und unsere deutsche Mannschaft hier wieder auf das Feld kommt. Wir sind im Spiel, die Chance sind da. Und wo ist das Berliner Publikum? Das war uns schwer zu überhören in der Kabine unserer deutschen Mannschaft. Und ich glaube, es riecht hier heute Abend im Stadion rund am Anhalter Bahnhof kräftig nach einer Sensation. Denn nichts anderes, das darf man sagen, wäre es, wenn unser deutsches Team heute hier in das Halbfinale einzieht. Ein Punkt ist dafür notwendig und alles, ich habe es gesagt, ist dafür angerichtet. Es braucht noch euch als Berliner Fans und Berliner Publikum. Bisher macht ihr das einmalig, das war aus der Kabine der Mannschaft zu hören. Ganz deutliche Ansage, noch nie haben sie vor einer solchen Kulisse gespielt. Und ich denke, das haltet ihr in Halbzeit 2 auch noch durch und macht ihr richtig Alarm. Peitscht unsere Mannschaft ins Halbfinale! Wir lieben Sport und wollen etwas erreichen. Ganz egal, ob wir siegen oder blind sind. Darum engagieren wir uns als Blindenfreunde schon seit 1860 für blinde und hochgradig sehgeschädigte Menschen in vielen Bereichen. Unser bekanntestes Angebot
das Blindenmobil. Der einzige kostenlose Mobilitätsservice in Deutschland, der Fahr- und Begleitdienst zugleich ist. Für Behördengänge, Bankgeschäfte und Facharzttermine. Mit vielen tausend Fahrten im Jahr. Die Blindenfreunde. Weil jeder Augenblick zählt. Weitere Informationen und Spendenmöglichkeiten unter www.blindenfreunde.de. Teams get ready to re-enter the pitch. Wir melden uns zurück hier in Berlin vom Lilli-Henoch-Platz. Florian Eip und Maurizio Valgoglio. Und wir haben gerade nochmal die Einblendung gehabt. Hier in diesem finalen Spiel der Gruppe A steht es seit der zweiten Minute 1:0 für England vorausgegangen. Ein Foul an Roy Turnham, dann von der linken Seite, Höhe Broken Line, der Freistoß. Und das war eine Variante, die gut einstudiert war. Der Ball rechts rübergelegt und dann auf den linken Pfosten gezogen. Sebastian Themel hat da nur das Nachsehen. 1:0 für England seit der zweiten Minute. Und dann dachten wir hier, die deutsche Mannschaft bricht ein. Aber nein, die haben sich dann dagegen gewendet. Und die haben die Engländer zeitweise in ihre Hälfte reingedrückt. Das kann man so sagen. Und sie haben ihre Chancen gehabt und sie hatten die 5 Teamfouls auch erreicht bei den Engländern. Es hat dann nicht zum 8 Meter gereicht. Aber ein Hoffnungsschimmer auch noch. Die sind jetzt voll motiviert. Mal abgesehen davon, dass sie die Engländer wirklich mehr oder weniger dann auch im Griff hatten oder zumindest Paroli bieten konnten. Sebastian Themel, der deutsche Torhüter, und das kann man nicht hoch genug anrechnen, der hat die Deutschen ja definitiv im Spiel gehalten, indem er einen 6 Meter, der nicht zurecht gepfiffen wurde vom Schiedsrichter aus Rumänien, den hat Sebastian Themel pariert mit einer Glanztat im rechten Eck. Und dadurch steht es hier, wie gesagt, nur 1:0 in dieser ersten Halbzeit. Und es ist noch alles drin für die deutsche Mannschaft. Zur Erinnerung, wir brauchen ein Unentschieden oder wir brauchen einen Sieg gegen fast übermächtig wirkende Engländer. Fangen wir erstmal mit kleinen Forderungen an. Wir brauchen ein Tor, wir brauchen den Ausgleich. 20 Minuten Zeit sind noch zu spielen und das Berliner Publikum ist da, wird noch ein letztes Mal vor dem Anpfiff hier animiert und die Engländer werden dann in Kürze anstoßen. Da ist Xiel am Ball zusammen mit Harris, English in der Starting Five, Coleman und Mertbass bei Deutschland jetzt. Jonathan Tönsing mit der 3 auf dem Feld, Jamie Kutich mit der 7, Fangmann und Nahes, also der Defensivblock, sowas angekündigt, unverändert, lediglich der Wechsel im Sturm. Ziel für die Engländer, das Spiel angepfiffen, kommt durchs Zentrum, läuft sich aber an Tönsing fest, muss den Ball wieder aufsammeln, wird zurückgedrängt bis an die Mittellinie, halblinke Position, gelingt ihm dann aber gut, sich zu lösen und den Querpass zu spielen Richtung Darren Harris. Harris mit Tempo auf 3 Leute, kommt zu Fall, aber Michael Pieck zeigt sofort an, der Ball war da und den Ball hat nämlich Tammy Kuttig, der will Tempo anziehen, tritt aber unglücklich drauf, muss nochmal neu aufziehen, über die linke Seite, noch in der eigenen Hälfte. Darren Harris ist der Erste, der ihn anläuft, Kuttig könnte den Switch spielen, also den Diagonalpass Richtung Tönsing, aber er geht es alleine, geht vorbei an Harris, jetzt über die Mittellinie, Seal versucht rauszuschieben, immer noch Tammy Kuttig, so früh den Abschluss geblockt von Coleman. Kuttig bleibt aber am Ball, 10 Meter Tor entfernt und Kuttig gegen English, hat Probleme den Ball zu finden, läuft dann mit Tönsing zusammen, schlechte Absprache und so werden sie rausgedrückt aus der Offensive, aber rausgedrückt ist das Stichwort, denn English geht an der Bande gegen Kuttig hinterher und schiebt ihn und das pfeift Michael Pieck da direkt auf der Mittellinie, also Teamfoul Nummer 1 geht gut los, die müssen wir auch im Blick haben, das habt ihr ja gemerkt, sind die 5 voll, dann wird's kritisch beim 6. und jedem weiteren gibt's den Double Penalty, ist noch ein weiter Weg, ist aber auch noch eine lange Zeit zu spielen, 19 Minuten, eine Minute ist rum in Durchgang 2, die Deutschen brauchen das Tor. Den Freistoß gibt es jetzt aus der eigenen Hälfte. Da wird Fangmann für Tönsing anticken.
Das tut er jetzt. Könnte den Querpass spielen, aber Tönsing macht es allein über die rechte Seite, versucht sich nach vorne zu wieseln. Darren Harris, ähnliche Statur, macht ihn da dicht, aber dann über links dreht er sich ins Zentrum. Tönsing, Wiesel flink wieder auf den rechten gedreht, versucht sich Richtung Sechser vorzuarbeiten. Immer wieder diese schnellen Drehung von Joni Tönsing, schießt, abgefälscht und der Ball geht ins Tor aus. Ecke für die Deutschen, 10 Applaus von den Rängen. Sind dran, den Druck aufrechterhalten, dann kann das was werden und nur dann kann das was werden mit diesem Ausgleichstreffer. Tönsing und Kuttig stehen da bereit für diesen Eckball. Die Engländer werden jetzt nochmal angewiesen in Person von Michael Pieck, dem belgischen Referee, den Abstand zu halten. Ich schnaube gerade, weil Karen Seal einfach gefühlt direkt am Eckstoß stand. Also da muss er schon die 5 Meter wahren. Das ist jetzt ausgeführt, die Ecke. Seal sprintet sofort raus. Tönsing schirmt den Ball clever ab, zieht ihn mit der Sohle immer noch an der Bande lang. Versucht sich den Winkel zu öffnen, dreht sich mit links rum, kommt zu Fall, verliert den Ball. Die mögliche Kontersituation für die Engländer, aber Fangmann gut zurückgehalten, über linke Seite, zu spät ist Woi. Er moniert, say Woi, durchs ganze Stadion war das zu hören. Immer noch Fangmann schiebt da Ziel vor sich her, versucht ihn dann quer zu löffeln, aber da muss Tönsing zurückeilen, war in seinen Rücken gespielt, macht er aber gut, läuft ihn an. Tönsing gegen Harris in der eigenen Hälfte, Querpassversuch, links raus Richtung Fangmann. Der kommt jetzt mehr über die Seite, Kuttig im Zentrum, Fangmann gegen Ziel, setzt sich Fangmann durch, 12 Meter vor dem Kasten, aber auch Dan English kommt dazu, Dreikampf ist das. Fangmann macht das stark, schirmt den Ball ab, schießt, aber das ist zu früh, rutscht ihm auch über den Spann, geht Richtung Eckfahne ins Tor aus, Abwurf für die Engländer, Dylan Malpass wirft den Ball rein, schnell über die linke Bande, da lauert vorne Darren Harris, Harris gegen Fangmann, an dem kommt er vorbei, aber nicht an Nayes, der Turm in der Schlacht, der 17-jährige Spieler vom FC St. Pauli, macht das hier ganz abgezockt, nimmt ihm den Ball ab und geht selber jetzt mal über die Mittellinie, über die linke Seite, kommt zu Fall, aber das war kein Foul, Spiel läuft weiter, immer noch Nayes, geht hinterher gegen Karen Seal, versucht den Ball abzuschirmen, macht er gut, Nayes versucht sich wieder reinzudrehen, aber wieder abgeblockt, jetzt an der Broken Line, halb linke Position, will er den Switch spielen, aber Luftloch, schiebt aber seinen Pöppes da gut rein und schiebt den Gegner weg, Karen Seal, Hand ist auch ein bisschen dran, aber noch im Rahmen, Rückpass dann auf Tammy Kuttig, der versucht das Tempo anzuziehen, dem heranstürmenden Ziel zu enteilen. Das gelingt. Kuttig, zentrale Position. Jetzt gegen Harris, 14 Meter vor dem Kasten. Immer noch Tammy Kuttig sucht früh den Abschluss an Schienbein von Ziel. Der Ball breit ab. Kuttig kommt in Straucheln, steht aber wieder und hat den Ball. Jonathan Tönsing läuft ihn da jetzt an. Da müssen die kommunizieren, lassen den Ball aber liegen, vergessen einfach den Ball und dann geht Kuttig hinterher und kann sich nur noch mit den Armen helfen. Umklammert ihn da wie im griechisch-römischen Ringerstil und völlig zu Recht auch Teamfoul Nummer 1 und Freistoß für die Engländer. 2 Minuten 40 in diesem zweiten Durchgang gespielt. England mit Darren Harris hinten und vorne Brandon Coleman, die beiden Routiniers und die Deutschen, so kennen wir es, in der Rautenformation. Wollen sie da verteidigen, stehen noch alle vorm Strafraum und jetzt müssen wir noch mal ganz kurz ruhig sein, dass der Ball hier geführt werden kann. Coleman geht über die linke Seite schon an den Strafraum ran, dreht dann noch mal Richtung innen und dann stolpert er da über Fangmann drüber und geht da auch noch auf Temel drauf, der den Ball schon gefühlt eine halbe Stunde in der Hand hatte. Temel fällt dann nur hinten runter, aber alles noch im Rahmen, Schiedsrichter nicht unterbrochen, Ball auf die rechte Seite rausgeworfen. Tönsing kommt nicht ran, der geht über die Grundlinie drüber und Malpass, der kann dann abwerfen. Schaut nochmal links, schaut nochmal rechts und dann mit beiden Armen nach vorne gerollt den Ball auf Seal. Seal mit dem Wechsel auf Coleman. Den kann er nicht erreichen. Vielleicht fangt man jetzt auf der rechten Seite. Da gegen Harris muss er sich behaupten. Ganz gut, der deutsche Kapitän ist jetzt erstmal wieder im Ballbesitz und dann der Seitenwechsel. Aber das kommt dann oft auch zu früh, denn da sind immer Engländer im Zentrum. Das müssten sie doch jetzt eigentlich dann auch mitbekommen haben. Seal ist das jetzt, der mal den Ball führt, über die linke Seite, gut da gestört von Fangmann, klasse Aktion und jetzt wieder der Wechsel auf die andere Seite, noch der Ball in der eigenen Hälfte, rollt jetzt knapp drüber, über die Mittellinie auf die linke Seite, an die Bande ran, das ist Jonathan Tönsing, das hat er vorhin schon gemacht, der arbeitet sich dann so langsam mal durch, Stück für Stück, Kuchen, Stück für Kuchenstück und über die linke Seite jetzt mal wieder Tammy Kuttig an der Bande entlang, an Coleman scheitert er da, dann haufen sie sich da über den Haufen, wenig Raumgewinn jetzt im Moment, fast noch Höhe Mittellinie der Ball und jetzt mal an der Broken Line, linke Seite, Kuttig da, versucht sich da durchzuziehen, an Coleman, der kommt zu Fall und gepfiffen vom belgischen Schiedsrichter. Das ist doch schon das zweite Teamfoul für die Engländer. Eckball hat er gepfiffen. Eieieiei. Okay, gut. Dann gibt es Eckball. Ich hatte es eher als Foul gesehen. Aber egal. Ecke von links für die deutsche Mannschaft. Das ist Jonathan Tönsing, der da hinläuft. In der Mitte ist es Fangmann. Und zu Tönsing kommt dann Kuttig noch hin.
Vor die Grundlinie wird abgedeckt von zwei Engländern und die anderen. Es sind jetzt sogar drei. Und im Zentrum wird dann Fangmann von Harris abgedeckt. Ungleiches Duell da, Harris. Mehr als ein Kopf kleiner als Fangmann. Und jetzt aber Kuttig in die Mitte schon unterwegs. Ach, dann kriegt er den Ball da nicht richtig rum mit dem linken Fuß. Da geht er ihm da vorbei am Fuß und dann doch ein Stück weit weg vom Tor wieder. Jetzt zentrale Position in der englischen Hälfte. Aber er wird auch direkt gestört wieder von Seal. Und jetzt sind sie wieder an der Bande. Typisches Duell. Seal vorne und Tammy Kuttig hinten. Jetzt spielen sie es gut raus. Die Engländer, Harris ist das. Der hat mal Platz zum Dribbeln in die deutsche Hälfte. Und das machen die Deutschen aber dann auch gut. Die Verteidigung macht das sehr eng. Die rücken da richtig zusammen zu einem Pulk. Und da ist dann kein Durchkommen für die flinken Engländer. Jetzt der Hebepass auf die rechte Seite da auf Tönsing von... Na, jetzt sollte der kommen. Und jetzt wird es aber nochmal gefährlich. Die Engländer, da müssen sie aufpassen. Denn English auf einmal kann mal mit Tempo auf die linke Seite drehen. Geht in den Strafraum ein. Denn English kommt zum Schuss. Und da macht ihn Demel sehr, sehr eng den Winkel. Und kommt auch noch ran. Trotzdem nochmal English über die linke Seite. Fast wieder in den Strafraum rein. Jetzt verteidigen sie da zu dritt die Deutschen. Da müssen sie aufpassen. Raus da den Ball. English immer noch rechts am Strafraum. Jetzt kommt fast wieder zum Schuss. Einer fällt hin. Das ist Kuttig. Und der ist noch zuletzt dran. Da gibt es dann wieder die Ecke von der rechten Seite für die Engländer. Eieiei. Jetzt gibt es hier ganz schön Bambule. Wobei man sagen muss, die Engländer damit English im Moment alleine gewesen. Vorne anderen, die anderen drei haben alle hinten abgedeckt. Also die gehen jetzt auch nicht auf volle Offensive hier bei dem Spiel. Die wissen, dass die Deutschen eigentlich ganz gut stehen. Jetzt aber trotzdem Ecke von rechts. Aaron Harris geht hin und Brandon Coleman. Sebastian Themel, der deutsche Torhüter, stellt dann noch die Dreierformation von den deutschen Verteidigern. Und Jonathan Tönsing steht da am 8-Meter-Punkt ungefähr bereit zu kontern. Darren Harris geht dann mal von der Grundlinie weg, stoppt nochmal ab, zieht dann langsam an, förmlich in die Mitte und das ist richtig. Alex Fangmann kommt da mal mit großen Schritten an und hält den Fuß rein. Ball erstmal wieder abgeblockt in der Hälfte der Engländer, aber da haben sie ihn natürlich auch gleich wieder. Ziel ist das, der jetzt mal über die linke Seite versucht. Da ist Tönsing, der holt ihn sich, klasse, auch das wieder. Jonathan Tönsing jetzt mal im Ballbesitz über die rechte Seite, kommt da an den Strafraum an gegen Harris, beide ungefähr gleich groß und Harris ist da nicht zuletzt dran, Tönsing zuletzt dran. Es gibt nur den Abwurf für den englischen Keeper Malpass und der wirft flach, rollt flach vor den Strafraum auf den English. Denn English erst nochmal in den eigenen Strafraum, dann den Seitenwechsel auf die rechte Seite. Da ist es Coleman gewesen, der kann ihn nicht annehmen, der Ball an die Bande geprallt und jetzt im Zentrum auf einmal Kuttig frei, wenn er es denn mal schnell machen könnte, aber dann ja, am Mittelpunkt fast direkt ist Harris auch schon wieder da. Auch der ist natürlich nicht von Pappe. Über die rechte Seite geht es dann. An der Bande sind sie jetzt gedrängt. Jonathan Tönsing dagegen Harris. Tönsing dreht sich nochmal in die Mitte rein und kann den Ball erstmal festmachen. Hat aber noch vier Engländer vor sich. Tönsing jetzt mal über die linke Seite versucht das da. Den ersten lässt er stehen, stark gemacht. Tönsing mit dem Schuss. Versuch rechts unten vorbei. Da hat ein bisschen was gefehlt. Ein Meter noch unten rechts entlang. Aber wenigstens mal der Versuch. Sie haben ja anscheinend die Order zu bekommen, lieber mal ein bisschen früher zu schießen. Zeit ist noch genug. 14 Minuten auf der Uhr. Die Engländer, Darren Harris ist das, muss noch mal kontrolliert werden vom Referee Michael Peake. Was heißt kontrolliert? Die Spieler tragen Augenpflaster und darüber Dunkelbrillen, um wirklich hier absolute Chancengleichheit zu schaffen. Und bei Harris war das Pflaster kurz verrutscht, sitzt wieder und das Spiel geht weiter. Kurzer Roller auf Seal. Seal zieht das Tempo schon über die rechte Seite an, legt den Ball dann weit vor, aber direkt in die Füße von Kuttig. Kuttig wird jetzt beackert von Darren Harris, der den Weg dazu machen will, aber Kuttig macht das gut, dreht sich rum, aber entscheidet sich dann für den Pass auf die falsche Seite. Tönsing hatte links auf seiner Seite gelauert. Der Diagonalpass verpufft, auch wenn Tönsing noch hinterher geht, versucht Druck aufzubauen, denn English läuft den clever ab, der Ball geht über die Grundlinie. Abwurf für Dylan Malpass, der jetzt mal mit einem Hieb durchs Zentrum. Da geht Kuttig gut runter, kontrolliert ihn jetzt die Kontersituation mit Tempo, geht aufs Ziel zu, aber er kreuzt ihn, immer noch Kuttig, kurz vor dem Sechser, stoppt ihn, dreh dich, schieß doch, das dauert zu lange, da ist Dan English da, macht den Weg zu, Kuttig versucht trotzdem den Abschluss, aber nur ans Außennetz, die Situation verpasst, er war blank, zieht ihn sich dann wieder auf den Rechten, da braucht er zu lange, um sich wieder zu sammeln nach diesem Straucheln, wir sehen es jetzt in der Zeitlupe. Wir können das auch noch mal ganz genauer schildern, weil die Engländer da in Person von Dylan Malpass einen falschen Abwurf gemacht haben. Da waren Dan English noch im Sechser. Jetzt die kurze Erklärung von Attila Balint und dann wird das wiederholt. Aber die Engländer nutzen diese Szene, um zu wechseln. Brandon Coleman mit der 7 verlässt den Platz und dafür kommt Kapitän Robin Williams wieder mit der Nummer 6 aufs Feld. Gibt auch großen Applaus jetzt hier, das sind nicht alles England-Fans, nein, nein, Wechsel auch bei der deutschen Mannschaft. Jonathan Tönsing verlässt den Platz, Ali Campekdash kriegt wieder seine Chance vorne, so war es auch angekündigt worden. Die drei Defensiven, die das machen, das super, lassen wirklich wenig zu, Kuttig, Fangmann und Nahes
bleiben als Block drin und die Stürmer sollen sich abreagieren, abrackern und dann immer wieder wechseln. Kurzer Abwurf, Pektasch kommt nicht in den Zweikampf. Kevin Ziel macht das gut, geht links vorbei an Pektasch, aber der zieht ihm da fast die Hose aus, das sieht man doch. Attila Ballin steht direkt daneben, das gibt's doch gar nicht. Zweikampf läuft weiter, Kevin Ziel bleibt im Ballbesitz. Das kann doch nicht sein, da vom rumänischen Schiedsrichter. Wir springen da in die Szene rein. 1-gegen-2 Situation, Ziel legt sich den Ball schon an der Broken Line vorbei. Ball geht an die Bande, Ballbesitz für Fangmann, der kann den Ball aber nicht kontrollieren. So ist Ziel da, der Problem hat, den Ball zu finden, direkt an der Sechserlinie. Dreht sich rum, spitzer Winkel, macht er gut, der Kevin Ziel. Versucht zu schießen, abgeblockt. Ball geht in den Sechser, Ziel kommt da zu Fall. Spiel läuft aber weiter, ist da in diesem Pressschlag zu Fall gekommen. Ballbesitz für die deutsche Mannschaft, linke Seite. Tammy Kuttig mit der Nummer 7 versucht das Spiel aufzuziehen gegen Robin Williams, der mit den Händen voraus da blockt, aber noch im Rahmen. Kuttig kommt über rechts an ihm vorbei, zieht das Tempo an, läuft am ersten vorbei, läuft am zweiten vorbei. Jetzt hat sich den Ball ein bisschen weit vorgelegt. Pektasch soll übernehmen an der Bande, macht er gut, stellt den Fuß drauf, versucht ins Zentrum zu ziehen, aber die Engländer sind da richtig massiv. Hinten drin mit 4 Spielern, jetzt rückt das Ziel raus, kommt zu Fall, Spiel läuft aber weiter. Pektasch bleibt im Ballbesitz, tritt wieder mit der Sohle drauf. Zentrale Position, 15 Meter Torentfernung. Jetzt zieht er das Tempo an über links, legt den Ball ein bisschen weit vor. Weil Kuhl hat Richtung Grundfahren, da muss er aufpassen und kommt nicht mehr hinter. Und es gibt den Abwurf. Chance vertan, aber in mir brodelt es noch bei dieser Entscheidung da mit dem Hosenziehen. Das hat man doch gesehen. Ärgerlich, gerade weil die Deutschen eben möglicherweise auch angewiesen sind auf diese Teamfoul-Situation. Und kann das jetzt auch meine Wut hier abreagieren, weil Karen Ziel da verletzt am Boden sitzt, hat sich auch den Schuh ausgezogen. Bei allem Ehrgeiz, gute Besserung da und hoffentlich nichts Wildes. Sieht aber so aus, als ob es weitergehen kann. Der Vierer, erfahrener Mann bei den Paralympics, dreifacher Familienvater, Karen Ziel, zieht sich jetzt da den Schuh wieder an. Und dann kann es weitergehen mit dem Abwurf von Dylan Malpass. 12 Minuten noch auf der Uhr. Langsam tickt die Uhr, aber die Deutschen machen noch nicht volles Risiko. Das wird sicherlich nochmal ein Stilmittel für die letzten, ein taktischer Kniff für die letzten Minuten sein. Dann mit Doppelstürmer, mit Tönsing und Pektasch aufzulaufen. Soweit ist es aber noch nicht. Kurzer Abwurf von Malpass Richtung Ziel. Ziel versucht mit einem Diagonalpass zu eröffnen. Oh, durch die Beine von Kuttig. Der landet bei Robin Williams. Der versucht in den Sechser reinzukommen. Tankt sich durch, schießt, trifft den Ball aber nicht. Fällt dann hin und der Ball geht weg an die Bande. Glück für die Deutschen. Da war er völlig blank. 4 Meter vor Team. Riesendusel. Fangmann schiebt den Ball an der Bande ab, will den Switch spielen. Ein bisschen in den Rücken von Pektasch. Der muss fast bis zur eigenen Broken Line gehen. Schlechte Kommunikation. Kuttig räumt ihn da um. Sagt zu spät. Pfisterer steht genau daneben und Pektasch läuft dann auf Robin Williams zu. Der kickt den Ball raus Richtung Rasmus Nais am eigenen Sechser. Nais mit kraftvollen Pass Richtung rechte Bande. Kann Fangmann den mitnehmen? Der scheint mir zu lang. Er versucht es vor der Grundlinie. Er kann ihn noch stoppen auf der Grundlinie. Rechte Ecke. Klasse Einsatz. Geht auf Spitzenwinkel in die Sechser. Schießt. Und das gibt es doch gar nicht. Malpass ist da. War die Latte da auch noch im Spiel. Ball ist immer noch heiß. Immer noch Ali Champeklasch. 8 Meter vor dem Kasten. Wird da ein bisschen rausgedrängt. Und Darren Harris kann den Ball klären. Klasse Aktion von Alexander Fangmann. Aber ist für seinen Einsatz nicht belohnt worden. Wie hält er den denn im Spiel mit einem richtigen Kraftakt? Holt er den von Linie, zieht dann ins Zentrum, aus Spitzenwinkel schießt er, aber vergebene Mühe. 11 Minuten noch auf der Uhr. Abwurf von Themel, nachdem der Ball ins Tor ausgegangen war. Zu Kuttig. Kuttig zieht schon wieder das Tempo aus, ist schon wieder fast im Offensivdrittel. Halbrechte Position, schießt das lange eng und wieder Riesenreflex. Ihr hört das U von Dylan Malpass. Was macht der denn hier für ein Spiel? Es ist ja nicht so, dass die Deutschen keine Chancen hätten, aber sie scheitern am neongelben Mann mit der 1. Dylan Malpass, the Wall of Berlin, kriegt hier eine ganz neue Bedeutung. Ball springt an die Mittellinie. Da ist Dan English gegen Kuttig. Kuttig kann den Ball abschirmen, wird aber zurückgedrängt an die eigene Broken Line. Switch-Versuch, der Querpass in den Lauf von Fangmann. Das hatten wir doch gerade schon mal. Gegen Karen Seal. Nein, Entschuldigung, gegen Robin Williams. Der kommt zu Fall. Spiel läuft aber weiter. Für mich jetzt gerade an der Bande da nicht ersichtlich. Dann dreht sich Williams rum, versucht den Switch in den Lauf von English. Pektasch kann ihm aber den Weg zumachen. Pektasch gegen English. Ungleiches Duell, aber das gewinnt der Marburger. Klasse, geht über die linke Seite. English lässt sich da aber auch nicht so einfach abschütteln. Immer noch Ali Champeklasch. Im Zentrum ist Fangmann. Er versucht den Pass, misslingt ihm, Luftloch, kann ihm aber hinterhergehen. Dann stupst er sich unglücklich wieder bis an die Mittellinie vor. Deutschland im Ballbesitz, aber sie müssen neu aufziehen. Querpassversuch links raus auf Kuttig. Das sieht jetzt gut aus. 10 Minuten noch glatt auf der Uhr. Kuttig gegen English. English kommt raus. Zu spätes Voy. Es gibt den Freistoß. Zweites Teamfoul für die Deutschen. Kommt schon, Jungs. 10 Minuten noch auf der Uhr. Die sind dran und sie müssen doch diesen vermaledeiten Dylan Malpass mal überwinden. Das gibt's doch gar nicht. Der wächst über sich hinaus mit überragender Fußabwehr. Wir sehen es jetzt hier nochmal im Replay. Den habe ich schon drin gesehen und im Spagat haut er den da mit dem rechten Schlappen. Aber mal sowas von in den Himmel. Klasse Parade von Dylan Malpass. Da muss man auch mal den Hut ziehen. Hat er toll gemacht. Das ist natürlich dann diese Qualität, die ein Futsal-Torhüter auch mitbringt. Eine wahnsinnige Reaktionsschnelligkeit, die er da zeigt. Und jetzt nochmal der Versuch von den Deutschen. Aber was mir natürlich auch total Spaß macht, ist, dass die hier dagegen halten. Wiener 1 und das
ist jetzt in der Person von Kuttig der Fall. Über die rechte Seite kommt er jetzt, wird dann gleich wieder angegriffen, etwas in die eigene Hälfte gedrängt. Kuttig nochmal wieder in der Rückwärtsbewegung. Da ist es Seal, der ihn da ins eigene Drittel drängt. Kuttig an der Bande dran gegen Seal. Kuttig noch vorne ihm und dann dreht er sich da links an ihm vorbei. Aber dann sind sie da irgendwie durcheinander gekommen in der Mitte. Nahe ist auch noch, beide Deutschen prallen zusammen. Der Ball ist zentral im Strafraum und dann gibt's das Foul. Das ist gut. Das ist das dritte persönliche Foul, das dritte Teamfoul für die Engländer. Da hatte der Karen Seal, der kriegt auch noch die gelbe Karte, hat da geschubst mit beiden Armen und das ist, denke ich, so in Ordnung. Also, das sieht man auch an der Statistik mit den persönlichen Strafen. Die gelben Karten hier eindeutig mehr vertreten als in den Spielen vorher. Also hier geht es nicht um die Ananas. Jetzt aber der Freistoß aus dem Strafraum heraus, während wir hier nochmal die Zeitlupe sehen. Ja, er läuft in den Mann rein tatsächlich. Ball schon weg und dann nur noch auf den Mann dieser Angriff. Deswegen die Entscheidung auch in Ordnung. Freistoß gibt es von der Strafraumgrenze für Deutschland. Während bei den Engländern einer der jungen Spieler mal reinkommt, das ist Nathan Edge. Der ist gerade mal 23 Jahre alt und drückt da so ein bisschen den Altersschnitt der Engländer, der gefühlt bei knapp unter 30 liegt. Jetzt aber rausgegangen Karen Seal, der Routinier auch. Und dann versuchen sie damit vorne noch mal ein bisschen Akzente zu setzen. Nathan Edge, einer, der in der Offensive seine Stärken hat. Freistoß von Deutschland, halb rechts am Strafraumgrenze an der eigenen. Kuttig wird mal den Ball gleich von Edge angegriffen. Erste Aktion da vom eingewechselten Engländer. Drückt da Nahes Kuttig gleich mal wieder ins eigene Drittel rein. Kuttig, der verliert da erstmal den Ball, ist noch an der Rundlinie dran. Und dann gibt es aber den Eckball für die Engländer. Ja, Nathan Edge hat gleich mal guten Einsatz gezeigt. Holt den Eckball raus. Kuttig da etwas beeindruckt. War zuletzt dran. Und dann gibt es jetzt Ecke für England von links. Wir haben diesmal nicht mitgezählt, es ist hier einfach zu aufregend, wie viele Ecken das jetzt waren, aber es waren schon ein paar und Robin Williams läuft dann auch hin. Und der ist auch immer für ein Schnickchen gut. Robin Williams und der eingewechselte Nathan Edge da zusammen, während die Deutschen sich in einer Dreierformation im Strafraum aufgereiht haben. Robin Williams führt den Ball. Artistisch gut macht er das. Enge Ballführung da an die Broken Line. Zentrale Position, dreht dann nochmal nach links um. Robin Williams dann in die Mitte gezogen. Jetzt hat er freie Bahn. Robin Williams gefährlich. Nochmal abgeblockt von Kuttig. Gut, dass er da noch zentral vom Tor stand, der Dortmunder. Und jetzt über die rechte Seite geht's da weiter. Pektasch jetzt mal an der Bande dran gegen Edge. Die da, die lassen sich da keinen Zentimeter. Pektasch dreht sich nochmal um und dann der Switch auf die linke Seite. Da ist es Kuttig. Jetzt muss er doch nur an Williams vorbeigehen, aber das wird schwer genug. Kuttig muss nochmal abdrehen. Williams da auch immer mit den Händen schiebend von oben. Da müssen die Schiedsrichter auch hingucken. Dann Kuttig dreht sich da über die linke Seite Richtung Mittelkreis und bleibt dann aber so ein bisschen an Edge hängen. Das ist hier wirklich ein Kampf um jeden Zentimeter hier bei diesem Spiel. Ball auf der linken Bande aus Sicht der Deutschen, dann aber wieder weggelupft vom Engländer Edge. Und Nahes, der fasst sich jetzt mal ein Herz, geht da mal links entlang. Ja, muss er nur weiter links bleiben. Bleibt doch links, Junge, bleibt doch links. Aber er zieht wieder ins Zentrum rein. Darren Harris ist da. Trotzdem Nahes nochmal mit den langen Beinen hinterher auf die rechte Seite. Da ist es Pektasch an der Bande gegen Robin Williams. Jetzt wird's spannend. Pektasch zieht in die Mitte rein, macht das gut. Jetzt schießt er mal vielleicht. Ja, Pektasch kommt links in den Strafraum rein. Dann rutscht ihm der Ball aber und auf die Grundlinie. Mit dem Standbein hat er den dann noch weggestochert. Und der Ball ins Aus. Abwurf von Malpass. Der guckt noch ganz kurz, wird da auch angezählt vom Schiedsrichter. 6 Sekunden Zeit haben sie immer, um den Ball abzuwerfen. Gleich mal auf Dan English raus, auf die rechte Seite flach. Dann Wechsel auf links, Robin Williams gleich mal mit viel Speed hinterher. Den Ball, den hat er aber da erstmal verpasst. Der rollt ins Aus und es gibt Abwurf für die deutsche Mannschaft. Und Timeout von der deutschen Mannschaft genommen. Jetzt kommen wir langsam so in die Endphase. Es sind genau 32 Minuten gespielt. Das heißt, wir haben noch 8 Minuten. Und jetzt könnte es sein, dass wir nochmal eine taktisch neue Aufstellung kriegen. Das ist doch zum Haare raufen. Da haben wir gerade mal die Bilder gesehen von dieser Aktion von Dylan Malpass, wie er da im Kasten, im Spagat den rechten Spann noch hochreißt. Die Chancen sind da, der Einsatz stimmt. Hat es eingangs erwähnt, Jamie Cote, ich sag, das ist das wichtigste Spiel, was wir je hatten. Das wichtigste Spiel unserer Blindenfußballgeschichte. Und diesen Einsatz leben sie vor, sie werden dafür nur nicht belohnt. Sie müssen die Ernte jetzt einfahren. 8 Minuten Zeit ist Zeit genug. 4-3 Teamfouls nur bei den Engländern, aber Berlin steht hinter den Deutschen. Berlin hat Bock auf mehr und Berlin hat Bock auf einen deutschen Halbfinaleinzug. Dafür bedarf es aber den Treffer. Ulrich Pfisterer hat seine Männer da an der Bande zusammengetrommelt, spricht da energisch auf jeden Einzelnen nochmal ein.
Es ist jetzt an ihn, rauft sich jetzt selbst die Haare, kann es nicht glauben, schlägt die Hände vorm Gesicht zu Augen. Die Hände vor den Augen zusammen, jetzt haben wir es. Auch mich nimmt diese Partie mit und weiß ganz genau, Mensch, was hatten wir da für Chancen. Und ja, sie laufen wirklich dem Treffer der zweiten Minute hinterher. Es gibt einen Wechsel bei den Deutschen. Wir sind gespannt, ob das ein taktischer Wechsel und eine Systemveränderung schon ist. Jonathan Tönsing kommt und in der Tat, so wie Florian es schon angedeutet hat, Rasmus Nahes mit der 5 verlässt den Platz und dafür kommt Jonathan Tönsing jetzt. Also 8 Minuten, noch nicht totale Offensive, aber schon eine deutlich offensivere Grundausstellung. Zwei Spieler jetzt dann also in der Defensive, vermutlich mit Kuttich und Fangmann und Tönsing. Und Pektasch werden versuchen, da vorne nochmal rumzuwirbeln und die Murmel da irgendwie in die Maschen zu drücken. Die Eyepatch von Alican Pektasch, diese Augenpflaster, ich hatte es erwähnt, es gibt noch Spieler mit einem minimalen Sehrest und um da sämtliche Spieler gleich zu machen, werden die Augen abgeklebt und darüber tragen die Spieler noch diese Dunkelbrillen. Wenn das für Verwunderung sorgt, oft kriege ich in meinem Umfeld die Frage, das ist doch Blindenfußball, warum tragen die solche Augenklappen? Also auch das, wenn hoffentlich zahlreiche neue Leute hier eingeschaltet haben und hängen geblieben sind bei uns, dann werden sie das hoffentlich auch zukünftig machen, denn dass die Deutschen hier unabhängig vom Ergebnis, vom Zwischenstand und wie das auch ausgehen mag, hier abliefern. Es ist Kampf und das ist auch richtig, richtig guter Blindenfußball. Jetzt ist Alican Pektasch geklebt, dachte ich, muss aber vom Platz gehen, ist wohl ein bisschen langwieriger und wird ersetzt durch den Spieler vom MTV Stuttgart, vom Spieler mit der Nummer 6, Lukas Smirik. Florian, du zeigst es an. Gab es da eine kleine Schürfwunde? Blutet er etwa, der Alican? Er hat auf jeden Fall da was am Kinn abbekommen. Da ist er abgetaped, während der Ball jetzt schon wieder im Spiel ist. Da muss er erst nochmal behandelt werden von Enrico Göbel, der ihm nochmal eine taktische Aufstellung dann auch zeigt. Und der wird sicherlich gleich nochmal reinkommen. Aber wir sind wieder im Spiel auf der rechten Seite. Jonathan Tönsing schon wieder auf dem Vormarsch von Robin Williams gestellt. Robin Williams geht aber nicht direkt nach vorne ins Dribbling, sondern er wechselt nochmal die Seite. Der geht immer ganz weite Wege, um eben die anderen Spieler auch zu verwirren. Immer noch Robin Williams, wie lange der hier den Ball führt, an der Broken Line rechte Seite ist. Das zieht dann wieder in die Mitte rein, auf den Ball getreten, am ersten vorbei, am zweiten und dann verteidigen sie da. Aber Lukas Smirik, klasse, wie er da seinen Körper reinstellt, auf die rechte Seite, dann wird schon wieder gespielt zu Jonathan Tönsing. Jetzt spielt er rüber, Junge. Ja, das macht er auf Lukas Smirik. Der ist an der Broken Line, linke Seite, an der Bande. Jetzt muss er den nur noch kriegen. Darren Harris ist ein Gegenspieler. Harris drückt natürlich standgemäß nach hinten, ein Stück weg von dort und das bringt ihn da leicht aus dem Konzept. Deswegen der Ball über die Grundlinie ins Aus. Malpass kann wieder abwerfen. Sollte sich da auch nicht zu viel Zeit lassen. Mit beiden Ballen nach vorne gerollt. Also nicht mehr diese weiten Abwürfe von den Engländern. Sie haben gemerkt, dass sie da öfter den Ball verloren haben. Und jetzt ein Pass in die Mitte rein. Und jetzt ist genau das umgekehrte Bild als in der ersten Halbzeit. Fangmann holt sich den Ball. Schussversuch. Abgeblockt von English. Nächste Ecke von der linken Seite. Die versuchen es ganz oft aus der Entfernung, weil sie wissen, durch dieses Bollwerk der Briten, da wird es ganz, ganz schwer überhaupt durchzukommen. Bisher kaum mal geschafft, links oder rechts an, in die Nähe des Tores zu kommen. Aber die Fernschüsse, die sind präzise bei den Deutschen. Und da haben sie gute Leute, die da auch mitwirken können. Jetzt haben wir den nächsten Wechsel und raus geht Lukas Smirik, wenn ich das richtig sehe. So ist es. Und Alican Pektasch kommt zurück, ist da getaped, hat was um den Hals rum und auch am Kinn dran. Und jetzt geht es aber noch mehr in die Offensive. Auch Alex Fangmann ist da recht weit vorne. Hinten Tami Kuttich, der steht dann auch als einsamer Eremit. Und jetzt über die linke Seite, dann die Ecke. Das ist eine Dreierabwehr da von den Engländern, die da gestaffelt stehen im Strafraum. Einer noch etwas abgedeckt, dann Nathan Edge ist das, der in den Angriff starten will. Aber Alican Pektasch, da schauen wir jetzt hin. In die Mitte zieht er rein. Ist von Robin Williams umringt. Dreht dann nochmal ab, das ist gut. Aber dann müssen sie ein bisschen schneller sein. Williams, der ist halt dann für den Moment nur außer Gefecht. Und dann ist er aber auch sofort wieder da. Immer wieder jetzt die Deutschen mit den Dribblings. Das ist Alican Pektasch über die rechte Seite. Jetzt hat er mal ein bisschen Platz, allerdings alleine. Pektasch vielleicht jetzt mal an der rechten Seite entlang. Junge, dann aber dreht er nochmal ab über die Grundlinie. Ist der Ball, kommt nicht mehr richtig in die Bewegung rein. Wollte nochmal wieder zurückgehen, weil er merkt, da ist eben zu. Die Engländer, die verschieben auch sehr, sehr klug in der Abwehr. Das sieht man auch immer wieder. Und dieser Ball aber wieder ins Grund aus und Abwurf durch den englischen Torhüter. Zu Robin Williams, linke Seite, Broken Line, wird er gleich von 2 unter Druck gesetzt. Tönsing und Pektasch kann sich aber durchschieben durchs Zentrum, jetzt schon über die gegnerische Broken Line. Gegen Fangmann auch, da kommt er durch und das muss das Foul geben. Fangmann, und da muss man auch über eine gelbe Karte diskutieren. Das wäre eine klare Torchance vor Robin Williams gewesen. 7 Meter Torentfernung, also einen knappen Meter. Wir sehen es jetzt auch in der Zeitlupe vom Kasten entfernt. Da kriegen
Kuttig und Fangmann die Lücke nicht geschlossen. Und der Zehner, der erfahrene Kapitän der Stuttgarter, weiß ganz genau, was die Stunde geschlagen ist und lässt noch schnell das linke Bein vor dem 6 Meter, vor dem Penalty Area herausschnellen und verhindert so den Strafstoß. Aber diese Chance ist nicht minder gefährlich. Ich habe sogar das Gefühl, dass die Schiedsrichter den Tatort noch einen Meter nach hinten verlegt haben. Also jetzt sind es genau 8 Meter. Ein Meter links daneben versetzt, sieht man so leicht durchschimmern den Double-Penalty-Punkt. 4-Mann-Mauer bildet da Sebastian Themel. Wir erinnern uns, leider müssen wir uns erinnern, an die erste Situation ganz am Anfang dieses Spiels, als die Engländer genau so eine Situation spiegelverkehrt auf der anderen Seite nutzen. Und da ist Dan English, 4er-Mauer. Nathan Edge wird ihm den Ball anticken, aber erst nachdem Themel die Kommunikation vollständig abgeschlossen hat mit seiner 4-Mann-Mauer. Jetzt sagt Attila Balint ein bisschen vor, könnt ihr noch, legt aber den Arm raus, sagt okay, weiter nicht, Abstand gewährleistet, Themels Kommunikation und Positionierung der Mauer ist abgeschlossen und jetzt ist der Hintertorguide, jetzt ist Adam Bendel dran mit einem Schlüssel ist das oder einer Schere, auf jeden Fall einen metalleren Gegenstand, hier die Pfosten abzuklopfen, so links und rechts von den Schützen die Tore zu markieren. Schießt Englisch ins lange Eck und das ist das 2:0. Zwei Standardsituationen brechen Deutschland hier das Genick. Einen Schritt macht er denn Englisch und schießt den Ball dann mit der Pike in die Torwart-Ecke. Links unten super platziert, neben den Pfosten, auf den ersten Blick keine Abwehrchance. Für Themel, der macht ein bisschen den Schritt nach links und dann kommt er nicht mehr rechts runter und unter seinem Arm geht der Ball lang. Der vermaledeite Schritt nach links, den er macht, wo er spekuliert und dann kommt er nicht mehr schnell genug rüber. Das war aber auch ein Brett, die Reaktionszeit da aus 7 Metern ist so kurz und jetzt steht 2:0 zum Haare raufen. Die Deutschen waren dran und jetzt habe ich die Befürchtung, Florian, dass der Deckel drauf ist. 2 Tore in so kurzer Zeit gegen diese Engländer. Ganz, ganz schwierige Situation. Jetzt kann es nur noch über die Fouls gehen. Sie müssen da versuchen, etwas zu ziehen. 3 Teamfouls haben die Engländer schon. Wenn sie noch 2 kriegen, vielleicht mal über 8 Meter reinkommen und dann in den letzten Minuten entwickeln sich hier ganz, ganz komische Spielzüge. Das kann ja manchmal vorkommen. Jetzt nochmal William, der Abwurf vom englischen Torhüter auf Williams. Der dreht dann mal in die Mitte rein an der eigenen Broken Line noch. Macht wieder da viele Meter. Williams schon wieder auf dem Weg in die deutsche Hälfte hinein. Temi Kuttig hat er noch vor sich. William, der versucht sich da durchzusetzen am rechten Strafraum. Und Kuttig war nicht zuletzt dran. Es gibt den Abwurf für Themel. Diesmal auf links, das ist gut. Da ist Pektasch mal ganz alleine da. 3 Engländer stürzen auf ihn drauf, beziehungsweise 2. Nathan Edge ganz vorne. An dem ist er jetzt schon vorbei und er hält den Fuß hin und das ist das 4. Teamfoul. Foulspiel an der deutschen Mannschaft, das haben sie gut gemacht. Alijan Pektasch da wieselflink rumgelaufen, sich einmal um seine rechte Achse gedreht und dann wollte er zentral zum Tor hinziehen. Freistoß, fast zentrale Position in der englischen Hälfte und das erste persönliche Foul für Nathan Edge und das 3. Teamfoul für die englische Mannschaft. 4. Teamfoul, pardon schon. Es gibt den Freistoß und die Mauer wird noch gestellt. Dazu wollte ich vorhin noch sagen, dem ersten Freistoß hat Attila Balint, hatten wir gestern so ein bisschen moniert, dass er die Mauer sehr nah gestellt hat. Bei dem ersten Freistoß, erstes Gegentor für die Deutschen, war die Mauer aber auch wirklich sehr, sehr weit weg wieder. Hat er nun genau das Gegenteil gemacht, ist aber jetzt auch egal. Freistoß ist schon ausgeführt. Über die rechte Seite, Kuttig jetzt mal, da kommt nicht richtig mit der Hüfte rum. Geht jetzt aus der Ball und Timeout für England. Die rappeln sich jetzt mal zusammen. Schlaufen dann auch mal durch und wollen natürlich die letzten Minuten begehen. Es sind noch 5,5 ungefähr. Und sie haben jetzt 4 Teamfouls. Da ist noch genug Zeit eigentlich, dass die Deutschen vielleicht über den Standard nochmal kommen. Am Ende entscheiden hier Standards das Spiel. Ja klar, auch wenn ich jetzt das Phrasenschwein fülle, dafür bin ich ja bekannt. Im Fußball ist nichts unmöglich. 5,5 Minuten sind eine Menge Zeit. Die Teamfouls sind vielversprechend und die Berliner pushen jetzt hier nochmal. Und die Engländer aber halten dagegen hier mit England, England rufen. Also das ist auch schön zu sehen hier, 2 Fanlager. Also es ist genug Zeit, aber das ist schon, da müssen wir schon nicht über ein kleines Wunder reden. Das wäre eine Sensation. Zu wünschen wäre es den Jungs natürlich. Sie hätten sich verdient für ihren Einsatz. Sie waren dran. Sie hatten hinten raus in der zweiten Halbzeit deutlich mehr Abschlüsse. Aber dann sind es eben die 2 Standardsituationen. Und Coach Uli Pfisterer hat das mantraartig vor dieser Europameisterschaft gesagt. Die Standards werden spielentscheidend. Die Standards werden spielentscheidend. Viel geübt. Hat ja auch Früchte getragen, wenn wir uns an den Auftakttreffer von Tammy Kuttig erinnern. Aber dass wir das jetzt so hier hintenrum als Gegentore um die Ohren gehauen bekommen, ist natürlich bitter. Aber wie gesagt, Zeit ist genug. Ballbesitz England, Ballbesitz für Dylan Malpass, von dem die Deutschen Stand jetzt heute mit Sicherheit schlecht träumen werden.
kommuniziert nochmal mit seinem Abwehrspieler, mit Dan English, der die Sichter blocken soll für den Keeper, der seine Abwehr stellen soll. Temel, aber der Ball hart durchgeworfen. Nathan Edge kann ihn an der Bande kurz vor der Grundlinie gar nicht stoppen. Temel ebenso mit so einem Hieb Richtung Pekdash. Der stoppt ihn mit dem Knien, springt ein bisschen ab, muss ihn jetzt finden. Hat ihn gefunden. Im 1 gegen 1 gegen Darren Harris. Harris stolpert weg, da kann er die Lücke nutzen. Geht links vorbei, Ali. Jetzt geht er. Versucht Richtung 6 zu kommen, schießt. Abgeblockt von English. Hat er den Weg auf die lange Ecke gesucht. Aber jetzt nochmal Vollgas. 5 Minuten 15 noch auf der Uhr. Ecke von links. Pekdash und Kuttig, die ehemaligen Teamkameraden von den Sportfreunden Marburg, stehen da bereit, kennen sich bestens nicht nur aus dem Nationalteam. Balint beordert nochmal Robin Williams ein bisschen zurück. Jetzt kommt auch noch Alex Fangmann dazu, der den Braten gerochen hat. Stellt sich jetzt so ein bisschen davor, um den Laufweg zu blocken. Muss er aufpassen, der Kontakt ist da. Spiel läuft aber weiter. Alican Pekdash an der Broken Line. 4 Engländer vor sich. Der erste, der ihn jetzt angreift, ist Edge und Williams. Die lässt er beide stehen. Pekdash in Schussposition. Schießt knapp daneben, einen halben Meter. Aber ich denke, da wäre Dylan Malpass, der schon abgetaucht war, auch da gewesen. Aber so kann es gehen. Klasse Bewegung. Zwei Spieler aussteigen lassen und dann das Zentrum blank gehabt. Abwurf von Malpass schon wieder erfolgt. Kurz auf English mit dem langen Ball zu Nathan Edge. Na klar, der wird jetzt öfter mal freistehen. Das Risiko muss man eingehen. Geht in Temels Arme. Abgeworfen. Schnell zu Alican Pekdash. Pekdash im Duell mit Harris. Ah, verliert da kurz die Ballkontrolle. Muss nochmal neu aufziehen. Die Uhr tickt. Pekdash zieht wieder den Speed an. Geht an Edge vorbei. Jetzt auf den English. Lässt den Ball aber liegen. Und jetzt hat er ihn wiedergefunden. 5 Meter vom Tor. Schießt und wieder. Klasse Tat von Dylan Malpass aus 4,5 Metern. Das ist doch zum Mäusemaken. Unglaublich. Klasse Energieleistung von Alican Pekdash. Gegen die teils 2 Köpfe größeren Verteidiger. Die schiebt da einfach weg. Hat diese Galligkeit, kommt mit links zum Abschluss. Aber Dylan Malpass da aus Nahdistanz ist zur Stelle und klärt zum Eckball. Eckball von der linken Seite und jetzt nochmal Alican Pekdash wieder, der jetzt in den besten Minuten des Spiels ist. Tammy Kuttig geht aber mal mit dem Ball in die Mitte rein, in den Strafraum. Nächste Ecke für Deutschland, wieder von links Pekdash und Kuttig zusammen da an der Seite, während 2 von den Engländern erstmal die Grundlinie abdecken. Kuttig wieder mit dem Lauf in die Mitte rein, auch in der kurze Ecke, die visiert er da an, aber die ist zu eng. Torhüter geht wieder in die Knie, nächste Ecke, gleich mal abgeblockt. Das ist immer ganz von der linken Seite, ganz, ganz spitzer Winkel da, das wird schwierig. Aber mal überlisten den Torhüter, vielleicht funktioniert es ja dann so. Ein Aha-Moment, ein Überraschungsmoment initiieren. Jetzt aber Pekdash mal mit einer anderen Variante. Zieht an der Broken Line entlang, wird davon Robin Williams verfolgt. Williams immer mit dem Arm vorne, der schiebt ihn da Stück für Stück in die eigene Hälfte. Pekdash an der Bande, an der rechten, dann ein guter Querpass. Aber ein Edge, der fängt den erstmal ab, jetzt muss er ihn unter Kontrolle bringen. Die Deutschen etwas ungestaffelt jetzt, müssen da gucken, dass sie im Mittelfeld wieder die Hoheit bekommen, das kriegen sie auch hin. Da und dann ziehen sie da das Foul. Das ist das Teamfoul Nummer 5 und jetzt wird es hier ganz verrückt. Die letzten Minuten, das war umklammern da vom belgischen Schiedsrichter gepfiffen. Da gibt es gleich die rote Fahne auf dem Schiedsrichtertisch. Das bedeutet 5. Teamfoul. Und wenn hier noch was passiert, wenn noch mal der 8 Meter kommt, dann ganz ehrlich, dann schießen wir hier den Anschlusstreffer und dann wird es nochmal ganz interessant werden, die letzten Minuten. Also die Spannung, die kann man hier schneiden und jetzt gibt es den Freistoß aus der eigenen Hälfte. Nathan Edge ist da etwas unorientiert. Fangmann läuft mit dem Ball mal los. 4er Verteidigung von den Engländern. Fangmann tritt nochmal vor der Broken Line auf den Ball, geht dann in die Mitte rein. Nathan Edge, an dem ist er jetzt vorbei, vielleicht mal jetzt über die linke Seite. Fangmann mit Pekdash da links an der Seite, die bedrängen sich da fast gegenseitig. Jetzt müssen sie sich einig werden, kurz vor der Grundlinie ist Pekdash, der den Ball mal nimmt, dann wieder ein Stück wegdreht Richtung der Broken Line in die Mitte rein und dann wieder Richtung Außen von Harris da umringt. Das machen sie wirklich gut, die Briten, die da immer wieder ganz nah dran sind. Dann der Versuch des Steckpasses durch die Mitte durch und jetzt sind sie hinten auf hin. Und jetzt müssen sie aufpassen, denn English allein im Dribbling. Halb links in Straf um den English und ist Himmel. Auf die kurze Ecke gezogen und dann haben sie aber noch den Hintermann da, der in diesen Momenten natürlich nochmal ganz entscheidende Szenen haben kann. Sebastian Temel vom Chemnitzer FC. Der klärt hier zur Ecke links für England jetzt. Nathan Edge dort und Robin Williams, die werden sich einfinden. Der rumänische Schiedsrichter zeigt es nochmal an, holt ihn da zu sich und die Deutschen gewohnt mit einer Dreierkette da. Armlänge Abstand im Strafraum befindlich. Zu dritt nur, der andere schwirrt vorne rum. Und Robin Williams mit langen Schritten und viel, viel Raum nach hinten erstmal in die eigene Hälfte wieder. Dreht dann nach links um. Dann wieder nach rechts. Gleich aber angegriffen auch von Tönsing. Stark da vom jungen Hamburger.
und Bektas im Verbund, die beiden, der holt sich den Ball. Bektas führt ihn über die Mittellinie drüber, stoppt dann nochmal ab, hätte eigentlich fast weiterlaufen können. Jetzt aber ein bisschen links an der Broken Line, hat Platz auf Kuttig. Kuttig, jetzt geht auch eine Runde. Über die rechte Seite versucht es dann. Dreht er an der Broken Line lang, dann nochmal der Schussversuch. Der rutscht ihm knapp über den Fuß drüber. War keiner mehr dran, deswegen wieder vor für den Torhüter. Ein bisschen zu früh geschossen und dann eben der unglücklich, dass er den nicht satt trifft. Er geht ins Aus. 3 Minuten, 10 Sekunden noch auf der Uhr. Kurzer Roller von Dylan Malpass auf den English, das kennen wir schon. Er sucht dann den langen Ball durchs Zentrum. Nathan Edge aber außen an der Bande. Der Ball geht ins Tor aus. Temel kann das Spiel jetzt schnell machen. Macht er auch mit einem Wurf auf die linke Seite. Da steht Pektas schon fast an der Broken Line. Nimmt den Ball gut mit in den Lauf. Adichan Pektas über halb links will er den Sechser, aber Darren Harris macht ihn den Weg zu. Aber Deutschland bleibt im Ballbesitz. Über Adichan Pektas versucht den Switch, aber direkt in die Füße, dachte ich, von Nathan Edge. Der macht aber genau im richtigen Moment die Beine auf, kommt dann durch zu Jonathan Tönsing. Tönsing verliert, ne Edge, halbrechte Position, geht da Richtung Sechser, ist in Schussposition, schießt doch Juni. Es dauert zu lange, aber ein Engländer ist noch dran und es muss den Eckstoß von der rechten Seite geben. Denn English war da dran und klärt den mit dem Schienbein über die Grundlinie. Es gibt den Eckball, aber bevor der ausgeführt wird, 2,5 Minuten Restspielzeit noch, gibt es den Wechsel bei den Engländern, den erneuten Wechsel bei den Engländern. Dan English verletzt den Platz mit der Nummer 5 und für ihn kommt Brandon Coleman wieder in die Partie. 2,5 Minuten, wie gesagt, noch auf der Uhr. Der Eckstoß von rechts. Will Deutschland in dieses Spiel nochmal zurückkommen, das Wunder schaffen, dann brauchen sie den Anschlusstreffer jetzt. Und die Möglichkeit. Fangmann steht da bereit mit Jonathan Tönsing. Im Zentrum lauert Pektas. Auch Kuttig schon halb links am Sechser. Tönsing dribbelt, zieht zweimal rein, will den Spaß in die Mitte spielen. Da ist Fangmann, der schießt, aber den trifft er nicht. Eine geniale Variante von den Deutschen. Super freigespielt und dann aus 4 Metern trifft Fangmann mit der Seite den Ball nicht richtig, sondern mit dem Knöchel und der Kuller 2 Meter links am Pfosten vorbei. Ein Raunen geht durch das Stadion. Unglaublich. Ballbesitz schon wieder für die Engländer. Langer Ball über die rechte Seite. Da wird Nathan Edge gesucht. Kuttig geht dazwischen, wirft da alles rein. Aber auf Kosten eines Eckballs, während wir nochmal diese Szene mit Fangmann sehen, ist das bitter. Die Uhr jetzt schon wieder angehalten. 2 Minuten 20. Zeit ist da, aber das wäre es doch gewesen. Das wäre es doch gewesen. Chance vertan, Ecke für die Engländer. Und die müssen sie jetzt abwehren und dann umschalten. Sie brauchen das schnelle Tor, Florian. Alex Fangmann da ganz, ganz bitter. Den macht er im Training 9 von 10 Mal, aber sowas von rein. Und hier klappt es dann halt nicht. Aber jetzt sind wir wieder auf der anderen Seite. Jetzt auf einmal Williams unterwegs in den Raum. Und der Williams macht das. Ich kann es gar nicht zu Ende aussprechen. Robin Williams entscheidet hier die Partie mit einem Solo-Lauf von der rechten Ecke in den Strafraum. Zentrale Position. Und da haben die Deutschen nicht aufgepasst. 2 Verteidiger können ihn nicht stellen und er kommt ganz frei vor Temel zum Schuss. Der Ball rutscht ihm da, Temel meine ich jetzt, unter den Beinen durch die Hosenträger. Und damit steht es 3:0 für England. Wieder, wenn man so will, nach einer Standardsituation. Und das ist die Entscheidung, vielleicht noch das Ehrentor für die deutsche Mannschaft. Es wäre ihnen so zu wünschen, nach diesem Einsatz, den sie hier gezeigt haben, gegen famos und furios aufspielende Engländer. Das haben wir in den ersten Spielen auch schon gesehen. Jetzt nochmal Pektas und er kriegt das Foul nicht. Der belgische Schiedsrichter zeigt an, Ball gespielt, Ball ins Aus, über die Grundlinie drüber. Aber Eckball gibt es noch. Tatsächlich. Ja, konsequente Entscheidung natürlich. Von links für die Deutschen nochmal. Haben noch ein bisschen über 2 Minuten zu spielen. Das ist nicht unmöglich, dass sie hier wenigstens noch den Treffer erzielen. Alishan Pektas mit dem Lauf gleich reinwärts gestaffelt. Decken sie da gut ab. Jetzt mal alle Deutschen auch im Strafraum befindlich. Die volle Offensive jetzt. Chipball rein in den Strafraum. Der geht aber dann durch auf die rechte Seite. Da kriegt ihn Tönsing auch nicht mehr. Und dann über die Grundlinie ins Aus. Malpass kann ihn abwerfen, wird ihn abwerfen. Flach abrollen. Er wirft ja nicht mehr jetzt seit ein paar Minuten. Und dann von Coleman den Ball. Das ist seine Flanke in die Hälfte der Deutschen. Da können ihn die Engländer aber nicht annehmen. Der Ball rollt ebenfalls durch die Grundlinie. Und jetzt nochmal unterbrochen. Temel wollte schnell abwerfen, weil eben die Engländer noch vorne waren. Aber da war noch ein zweiter Ball im Spiel. Deswegen unterbrochen von den Schiedsrichtern hier, die das insgesamt ganz gut im Griff haben. Dieser 6 Meter, den sie da nicht gesehen haben, beziehungsweise den sie da fälschlicherweise gegeben haben, der
war ja dann am Ende nicht von Erfolg gekrönt. Deswegen fällt der jetzt nicht groß ins Gewicht. An sich keine einfache Partie auch hier für die Unparteiischen. Aber das war dann doch jetzt ein Eckball tatsächlich. Also kein Abwurf für Demel. Eckvariante Robin Williams. Die Dreierreihe, die lässt sich da verladen. Williams in den Strafraum rein. Der versucht sich da durchzubeißen wie ein Ringer. Und dann ist er am Ende geklärt, der Ball. Alex Fangmann hat da den Fuß noch dazwischen gehabt, schlägt ihn raus auf die linke Angriffsseite. In der Mitte stürzen da zwei übereinander. Fangmann und Esch sind das. Nicht gesehen von den Schiedsrichtern bzw. nicht bewertet. Ali Pektasch vor der Grundlinie holt er ihn noch. Zieht dann nochmal in die Mitte rein, Ali. Jetzt mach ihn doch. Mit links vielleicht mal. Dann tritt er nochmal auf den Ball, dreht sich um. Ali, jetzt hat er Freischussbahn. Mit der Pike, der Versuch. Jetzt drücken sie sich da rein. Im Strafraum der Ball kurz vorm Tor befindlich. Abgepfiffen. Abgepfiffen vom Schiedsrichter. Der Belgier, der hat hier die Ruhe weg. Mensch, ist der kühl. Und dann gibt es Freistoß für England aus dem eigenen Strafraum. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen, was das jetzt war. Er zeigt es nochmal an. Foul von der Nummer 9. Das war Ali Pektasch. Okay, also spielen auf dem Boden mit dem Ball. Das ist so eine Kreisklassenregel, die man da immer wieder hört. Gibt es eigentlich nicht. Da geht es eher darum, dass man den Ball irgendwie einklemmt. Habe ich so nicht gesehen, aber ist auch egal. Fällt nicht weiter ins Gewicht. War das zweite persönliche Foul für Ali Pektasch. Und jetzt gibt es nochmal Absprachen zwischen den Schiedsrichtern. Und der griechische Referee hat sich da noch eingebracht. Das ist der dritte Schiedsrichter. Insgesamt ja 6 Unparteiische im Einsatz. 2 nochmal für die Bänke zuständig. Und jetzt gibt es nochmal das Gespräch da mit Ali Pektasch vom rumänischen Schiedsrichter. Hat ihn da nochmal ermahnt oder nochmal einen Hinweis gegeben. War jetzt nicht weiter auffällig, was da passiert ist. Der Freistoß ausgeführt von den Engländern bringt nichts ein. Geht über die Grundlinie drüber. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine Minute zu spielen. 1:20 jetzt im Moment. Ball im Spiel auf der rechten Seite bei Tönsing. Der dreht sich um. Wechsel auf links. Tammy Kuttig da. Alle Deutschen schon wieder in der Hälfte der Engländer. Aber dann müssen sie doch aufpassen da an der Seite. Kuttig und Pektasch sind sich da nicht einig. Kuttig nochmal mit dem Schuss und er geht wieder. Malpass runter. Vor dem kann man heute nur den Hut ziehen. Chapeau, du Mann in Gelb. Der holt hier alles raus heute. Und macht es den Deutschen ganz, ganz schwer über die rechte Seite. Der Ball jetzt versucht von den Engländern zu spielen. Da hat ihn Kuttig sich geholt. Geht ins Zentrum. Reine eigenes Verteidigungsdrittel auf der rechten Seite, muss ihn kurz unter Kontrolle bringen. And Edge ist er jetzt vorbei, guck dich mal mit Tempo jetzt. Jetzt geht auch rechts vorbei, aber da ist Williams und Williams fault ihn. Too late, boy. Und das gibt den 8-Meter-Stoß für die Deutschen. Jetzt ist es soweit. Und liebe Leute, jetzt macht ihn doch einfach rein, damit wir auch nochmal alle hier aber aus vollster Kehle jubeln können. Das habt ihr euch doch einfach verdient nach dieser tollen Leistung gegen England. Jonathan Tönsing, der hat schon mal so einen gehabt. Den hat er an den Pfosten gewamst. Da habe ich mit ihm danach gesprochen. Da meinte er, da wäre der Torwart nicht rangekommen. Und ich sage zu ihm, ja Junge, da wäre der Torwart natürlich nicht rangekommen mit der Wucht, wie du die da dran klatscht. Und jetzt versuchen wir es gleich nochmal. Zweite Chance für den 18-jährigen Hamburger Jonathan Tönsing vom FC St. Pauli gegen diese Krake da im Tor, gegen Malpass. Und da muss man jetzt mal ganz genau hinschauen. Die Engländer dann gestaffelt rechts und links daneben. Die Deutschen sichern hinten nochmal ab. Und jetzt wird gleich geklopft werden vom Guide Werner Nordlohne aus Osnabrück. Kommt der erste linke Pfosten aus Sicht des Schützen. Einmal unten, einmal oben. Joni macht ihn gerne oben, rechts oder links. Dann der rechte Pfosten. Einmal unten, einmal oben. Malpass hat sich von der Linie schon runter bewegt. Da muss er gleich wieder drauf. Das wird der Schiedsrichter auch monieren. Moniert er nicht. Wundert mich jetzt schon wieder. Joni schießt runter. Der wäre auch, glaube ich, drüber gegangen. Es bleibt den Deutschen nicht vergönnt. Eine Ausholbewegung aus dem Stand. Der Schuss mit der linken Pike, aber der war zentral und wäre auch, glaube ich, drüber gegangen übers Tor. Auch da wieder der Engländer Sieger. Es soll heute nicht sein, die letzten Sekunden laufen jetzt gleich ab. Wir haben noch eine halbe Minute. Jonathan Tönsing jetzt nochmal über die rechte Seite unterwegs, an der Bande da gedrängt gegen Robin Williams, der heute hier einer der auffälligsten Spieler ist, wie auch in den Spielen davor. Aber die Engländer seit
vielen, vielen Minuten nur noch in der eigenen Hälfte mit Verteidigen beschäftigt. Und dann kommen sie eben mal über diese Standards. Das ist eigentlich so ärgerlich, weil die Deutschen das Spiel machen und sie einschnüren in ihrer Hälfte. Und die Engländer nach diesem Sieg für mich trotzdem noch Top-Favorit auf den Europameisterschaftstitel. Während jetzt Sami Kuttig nochmal da steht und während jetzt Schluss ist, so schnell ging es dann vorbei. Das war's. 40 Minuten durch. Deutschland 0, England 3. Nach einer guten Leistung der Engländer, nach einer für mich besseren Leistung der Deutschen, die standgehalten haben gegen diese physisch so starken Spieler von der Insel, die versucht haben zu kämpfen hier vor tollem Publikum. Über 1000 Zuschauer hier mit dabei und die sind zu Recht begeistert. Die deutsche Mannschaft darf sich feiern lassen. Sie haben es nicht geschafft ins Halbfinale. Das war ihr Ziel, aber das haben sie nicht hier vergeigt. Das haben sie gegen die Franzosen vergeigt. Da hätte man auf keinen Fall verlieren müssen. Das waren, wenn es hochkommt, 2 Minuten, die am Ende dieses Turnier für die deutsche Mannschaft entschieden haben. Vor der Halbzeit gegen Frankreich, da haben sie sich 2 Dinge eingefangen und da war es eben nicht dieses Spiel, was jetzt hier entschieden hat. Also nicht das gegen England. Hier haben sie sich gut präsentiert vor voller Hütte. Und das muss man honorieren. Da gibt es das Kompliment von allen Seiten völlig zu Recht. Auch wenn es gegen diese Engländer, und das war eigentlich zu erwarten, wenn man mal realistisch drauf geschaut hat, am Ende nicht gereicht hat. Sie haben sich trotzdem dagegen gestellt, gebissen, gekämpft. Und am Ende waren es dann die Standards und das ist umso bitterer. Zweimal eigentlich eine ähnliche Freistoßposition. Zweimal geht die Mauer auf und der Ball geht durch. Temel völlig machtlos ins Eck, unten schlägt der Ball ein. Und so entscheiden sich dann eben Spiele. Wir sind ein bisschen traurig, aber wir freuen uns auch, denn die Deutschen haben hier wieder Werbung für den Sport gemacht, während wir jetzt mal zum Interview gehen. Abgeben an Sebastian Temel. Your initial reactions after that disappointing defeat and ultimately not qualifying for the semifinals of your home European Championships. Sebastian, die Enttäuschung ist förmlich zu spüren. Es hat am Ende trotz einer tollen Leistung nicht zur Qualifikation für das Halbfinale gereicht. Ja, ist sehr enttäuschend. Wir waren gut eingestellt. Ich denke, wir haben auch bis auf die Standardsituation die Engländer gut im Griff gehabt. Aber ja, sehr enttäuscht, sehr enttäuscht. Yeah, we are very disappointed. We had a good mood and good shape. We performed very well and only these 2 free kicks we conceded the goal and the rest of the game we controlled the strong team from England very well. So it's a pity. Yeah, one of your best performances of the tournament, but was it early results like the performance and the results against France, which ultimately cost your team? Ja, das war wohl vielleicht die beste Leistung, die ihr in diesem Turnier abgerufen habt. Da bis zum Ende gekämpft, lag es dann am Ende nicht an dieser heutigen Leistung und an dieser Niederlage, die vielleicht sogar zu erwarten war gegen England, sondern habt ihr das zum anderen Zeitpunkt in diesem Turnier im Spiel gegen Frankreich verspielt? Natürlich haben wir es im Spiel gegen Frankreich verspielt, vor allem in der letzten Minute in der ersten Halbzeit. Ansonsten waren wir dort auch die bessere Mannschaft, aber ja, am Ende haben wir es nicht in dem Spiel verpasst, das Halbfinale zu erreichen, sondern gegen Frankreich. Yeah, of course, we didn't miss the semi-final here in this match today, but we did it against France, especially in this crazy last minute before the halftime where we conceded the goal and now we are out and it's one of the reasons, the main reason. And finally, a word for this wonderful crowd here in Berlin. Now, you need all the support. I'm sure you want all the support in your 5th place playoff game. Now, of course, if Spain qualify for the semi-finals, this 5th place game could mean qualification for the World Cup next year. So I'm sure you want a full house here on Friday. Ja, klasse Atmosphäre war das sicherlich heute hier und ihr hofft und wünscht euch, dass die vielen Zuschauer hier in Berlin auch am Freitag wieder für klasse Stimmung sorgen, auch wenn es nicht zum Halbfinale gereicht hat. Kann das Spiel um Platz 5 auch ein ganz bedeutendes werden? Sollte Spanien hier heute Abend noch ins Halbfinale einziehen, kann der 5. Platz zur WM-Teilnahme im kommenden Jahr in Spanien berechtigen. Also was erwartest du jetzt in diesem Spiel? Ja, Asman, Dankeschön an alle Zuschauer. Das war echt super Unterstützung. Und wir hoffen, dass es natürlich auch im Spiel um Platz 5 weitere Unterstützung gibt. Vielleicht haben wir das Glück und Spanien qualifiziert sich für das Halbfinale. Und dann wird es nochmal ein richtiges Endspiel um Platz 5. Und da brauchen wir die Unterstützung unserer Fans.
Yeah, big thanks to all the crowd here. It was fantastic atmosphere today, and we hope everybody comes back to the fifth place match on Friday, but it's not in our hand. Maybe we are lucky Spain goes through the semi-final and it becomes a bonus game on Friday. Sebastian, best of luck for the rest of the tournament and fingers crossed for that fifth place game and possible qualification for the World Cup. Thank you. Sebastian Themel von den Deutschen, ihr habt es vielleicht gehört, ich übersetze es sonst auch nochmal. Das ist die Abschlusstabelle der Gruppe A, England souverän weiter, kein Tor gefangen, wundert einen nicht bei diesen starken Torhütern. 22 geschossen am Ende, maßgeblich das 7-0 gegen Frankreich, was dazu beigetragen hat. Frankreich Zweiter mit 7 Punkten, Deutschland jetzt nur Dritter mit 6 Punkten, Italien Vierter mit 3 Punkten und Rumänien hat immerhin ein Unentschieden gegen Frankreich rausgeholt. Die haben sich da auch riesig gefreut. Trotzdem, für sie geht es nur ins Spiel um Platz 9. Für die Deutschen wird der nächste Gegner im nächsten Spiel ausgespielt zwischen Spanien und der Türkei. Beide Teams wahnsinnig schwierig zu bespielen. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Aber bleibt doch gerne dran. Denn um 19:30 gibt es dieses Spiel zwischen, ich sag's nochmal, Türkei, der amtierende Europameister, und Spanien, der Rekord-Europameister. Vielleicht nochmal ganz kurz zurück zum Interview. Ich kann es kurz zusammenfassen. Sebastian Themel meinte nur, wir haben das Spiel kontrolliert. Sie sind sehr traurig. Standards haben am Ende entschieden. Und jetzt müssen wir uns konzentrieren auf den fünften Platz, wenn Spanien das schafft. Und da können wir jetzt erstmal den Spaniern die Daumen drücken, dass sie gegen die Türkei gewinnen. Denn dann sind sie durch, sind automatisch qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Meisterschaft im nächsten Jahr in ihrem eigenen Land und deswegen der Fünftplatzierte dann auch mit dabei. Und da können wir am Freitag drauf schauen. Im Laufe des Tages spielt die deutsche Mannschaft dann um Platz 5, wie gesagt, gegen den Verlierer von Spanien und Türkei. Und wir hoffen, dass es die Türkei ist, denn dann geht es bei diesem Spiel im Platz 5 auch um den Einzug in die Weltmeisterschaft. Mehr gibt es nicht zu sagen. 3-0 für England am Ende. Die Deutschen haben sich gut geschlagen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir verabschieden uns. Florian Eib und Maurizio Bagoglio, tschüss und bis Freitag spätestens.